In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es soweit. Inmitten von ja, ca. 80.000 Wrestling-Fanatikern wird uns die WWE die 34. Auflage vom größten Wrestling-Event der Welt präsentieren. Die Rede ist von Wrestlemania. Es gibt vor diesem Event einen gewissen Zwiespalt in der Zuschauerschaft. Es gibt die einen, die sagen, diese Card ist das Beste, was die WWE seit Jahren auf die Beine gestellt hat. Und... Es gibt die anderen, die sagen, dass die WWE insbesondere auf der Road WrestleMania in den letzten Wochen sehr lieblos agiert hat, sodass nicht so wirklich WrestleMania-Hype aufkommen will. Wie das bei uns ist, darüber wollen wir heute sprechen. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört die WrestleMania 34 Preview auf dem Kanal von Perkix WWE. Mein Name ist Tobi, der Jonathan, der wird sich das Spektakel vor Ort ansehen und ist deshalb... Wie auch in den letzten Wochen nicht am Start, der ist in den Staaten unterwegs. Es heißt wieder Team Edeltoaster. Hallo Björn. Hey, yo, Malza zusammen. Und ähm, ja, ich bin da wohl die dritte Kategorie von den Leuten, die du gerade eingeteilt hast. Denn bei mir trifft beides zu. Das äh, ist eine perfekte Ergänzung. Wir werden das, glaube ich, im, äh, im Laufe der Preview noch aufgreifen. Die Frage, bist du gehypt auf WrestleMania? Die hört man jetzt dieser Tage ziemlich oft. Ich finde die ein bisschen ausgelutscht, deswegen frage ich was anderes. Hast du dich im vergangenen Jahr mehr gefreut als dieses Jahr? Um diese Zeit? Ehrlich gesagt nicht. Nee, also ich glaube, ich freue mich dieses Jahr mehr drauf als letztes Jahr. Weil letztes Jahr kam der Hype wirklich erst am Tag von WrestleMania irgendwie und mittlerweile freue ich mich schon ein bisschen drauf. Wenn ich jetzt hier diese Card offen sehe und diese Flut von Matches, die uns natürlich auch dabei erwarten, dann kann man natürlich auch ein bisschen abgeschreckt sein. Aber grundsätzlich, äh, wenn ich da drauf gucke, verspricht das schon sehr viel coole Action und sehr, sehr viele coole Möglichkeiten, über die wir gleich plaudern werden. Und ähm, ich muss sagen, ich freue mich aufs ganze Wochenende jetzt so. Das ist, hat nicht nur mit WrestleMania zu tun, sondern auch die Side-Events, die man sehen wird. NXT ist natürlich nicht zu verachten. Ähm, ich werde bestimmt auch ein paar Bilder mir angucken von der AOH-Show. Ich werde mir, ich meine, das sind so viele Shows jetzt am Wochenende. Ähm, Lucha Underground gegen ähm, Impact, Impact äh, ja. werde ich mir auch live geben. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, das ganze Wochenende Wrestling-Dröhnung zu geben. Es ist eigentlich das äh, ja, Wrestling-Highlight in den Staaten, wenn nicht sogar weltweit. Es findet so viel statt und in New Orleans ist so viel los. Also ja, eine Stadt im Zeichen des Wrestlings, drei, vier, fünf Tage Wrestling pur. Allen, die vor Ort sind, viel Spaß, allen, die nicht vor Ort sind. Reden wir drüber über WrestleMania in unserer Vorschau. Es gibt ja wirklich ein straffes Programm, deswegen würde ich sagen, wir gehen in die Karte und starten in der Pre-Show. Und Wir beginnen mit der Andre the Giant Memorial Battle Royal. Bekommst du noch alle Vorjahressieger zusammen? Alle Vorjahressieger. Oh Gott, gut überlegen. Letztes Jahr war Mojo Rawley ja. Puh, jetzt muss ich mal überlegen. Also, ich weiß, dass Cesaro die erste gewonnen. Richtig. Äh, ich glaube danach Big Show. Ja, richtig. Gott. Und wer, wer hat die dritte gewonnen? Oh Gott. WrestleMania oh Gott. 32. Corbin, Corbin! Richtig! Ja, Corbin. Ja. Richtig! Ja, ich meine, das ist ja auch leicht, weil die hatten ja danach alle ja viel Relevanz und äh, <laughs> haben danach ja riesen Karrieren gestartet. Von daher war das nicht so ein Problem. Das, äh, ja, greift eigentlich perfekt auf, was so ein bisschen das Hauptgesprächsthema bei diesem Match sein wird. Also, alle von den gerade genannten sind jetzt nicht irgendwie, ja, den nächsten Schritt gegangen mit diesem, mit dem Gewinn dieses Matches. Es ist ja, du würdest sagen, Gerümpelmatch, schätze ich. Also, ich lese jetzt auch gar nicht alle Namen vor, die hier drin sind. Also, es werden wahrscheinlich wieder um die 30 Leute werden. Uh, alle so aus einer Kategorie von, ja, untere Midcard bis Undercard. Gibt es denn da schon eine Liste, wie viele bekannt sind oder so? Es gibt, also, ich habe hier eine Liste mit Namen, ja. Wie viele sind da drauf? Also, wie viele Überraschungen könnten uns noch erwarten? Ich lese es vor. Okay. Wir haben Baron Corbin, Dash Wilder, Fandango, Woken Matt Hardy, Mojo Rawley, Dolph Ziegler, Zack Ryder, Scott Dawson, Ty Dillinger, Goldust, Tyler Breeze, Heath Slater, Rhino und Primo Colon. Ja. Stand 5.04.2018, 20.56 Uhr. Wie viele Namen waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, und 30 werden es, ja. Okay. Ähm, Wenn wir natürlich noch ganz viele von Tour 5 dabei sehen und so, mit Sicherheit noch und so. Ja. Wer ein oder eine STI da, vielleicht so einen Spot bekommt. Also, das Hauptgesprächsthema wird ja trotzdem einfach, oder ist einfach ne, die der Stellenwert bringt diese Battle Royale jetzt wirklich was oder sind das im Endeffekt jetzt 10 Minuten, wo halt viele Leute auf der Karte stehen und der Sieger bekommt die leider unwesentliche Trophäe überreicht. Nee, also ich meine, der Sieger hat ja immerhin äh, danach äh, die Möglichkeit, zwei, dreimal bei War diese Trophäe in Backstage-Eventen zu zeigen. Und danach wird man diese Person halt lange Zeit nicht mehr sehen. Also das ist natürlich schon eine tolle Opportunity, wo ich sagen würde, es lohnt sich, das Ding zu gewinnen. <laughs> nee, das ist natürlich genauso traurig wie auch bei der damen -Royale. es geht ja im Endeffekt um nichts. Ich meine, klar, die Trophäe zu gewinnen und so vor großem Publikum ist natürlich schon was Schönes und sowas. halt. Ich glaube auch, dass die da Bock drauf haben. Aber aus Sicht des Zuschauers muss ich sagen, wenn die Wingsen danach irgendwie Number One content für irgendwas wären oder irgendwas, das wär, würde jetzt echt schon helfen. Und ähm, ja, man hat ja gerade die letzten Jahre bei den Männern gesehen, man hat ja auch nicht jetzt irgendwie das Gefühl, dass, oh, <laughs> wenn wir wissen, ah, derjenige hat das Ding gewonnen, oh, Cesaro hat das Ding gewonnen, oh, vielleicht plant man ja mit dem einen kleinen Push oder irgendwas, da kommt ja dann meistens relativ wenig bis gar nichts. Ich meine, Watch World, letztes Jahr ist das beste Beispiel, ich meine... Man hat wirklich diese drei Segmente bei War nochmal gemacht, wo er seine Trophäe umarmen durfte und dann war Feierabend. Warst du sogar bei Smackdown? Da hat er ja gegen Jinder Mahal, glaube ich, gewonnen und drei Wochen später ist er Jinder Mahal World Champion geworden. Ich glaube, da war was irgendwie okay. in die Richtung. Aber äh, Jinder Mahal, ich habe ja, beschmutzt, beschmutzt. Muss gleich meinen Mund ausspüren. Ähm, nein, also, ne, im Endeffekt ist es genau so, wie du sagst. Es geht nicht um wirklich was, so als Heißmacher oder so, als als kleines, ja, als kleiner Vorgeschmack in der Arena ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Aber äh, ich finde zum Beispiel an den Stellenwert, den zum Beispiel das Money in the Bank-Match damals äh, hatte, was ja auch regelmäßig bei WrestleMania stattfand, äh, an sowas kommt diese Battle Royale nie ran. Ich glaube, ursprünglich war es vielleicht mal so eine Art Ersatz gedacht, nur man wollte halt mehr Leute unterbringen. Ähm. Aber das ist eigentlich gar nicht zu vergleichen. Darf ich dich nach einem Tipp fragen? Wer ja, kann natürlich das Ding du wieder eine Tipp fragen. Also für mich ist das natürlich ein klarer Fall. Ich meine, guck mal, vor Monaten hat der Mann extra seinen US-Titel niedergelegt. Oh. Nur damit er bei WrestleMania auch groß auf Kart kommt, einen großen Spot bekommt. Dolph Ziggler, der macht das Ding jetzt, weil das <laughs> war doch sein großes Ziel, was er haben wollte, oder? Ach nee, der wollte eigentlich Main-Event, ne? Ach Scheiße, hat nicht ganz funktioniert. Das ist oder der Pre-Show gelandet. Main-Event, der Pre-Show vielleicht. Ja, ich meine, da ähm, ja, muss man sich mal auf die Zunge gehen lassen, ne? Ich meine, hat er gemacht, er hat den Schnee gelegt, weil er zu WrestleMania wollte. Ganz große Bühne halt, was? Ja, hat gut geklappt. Gut funktioniert. Ähm, ne, Ziggler steht drin. Ich meine, boah, jetzt willst du von mir einen Sieger hören. Dann sage ich mal ganz, wenn ähm, der große Push eines tide kommt. Okay, ich sag Woken Matt Hardy gewinnt, weil er alle löscht. <laughs> er bringt eine Tastatur mit, drückt, alt F4 und steht allein im Ring. So wird's laufen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Wahrscheinlich ist aber wahrscheinlich als ja. meinst meins war es für hineingeraten. Ich habe leider auch keine Liste auf, wer alles dabei ist. Wahrscheinlich wird es auch keiner, der auf dieser Liste schon draufsteht. Nee, ehm, wahrscheinlich nicht. Vielleicht habe ich auch jemanden vergessen, wer weiß. Kommen wir von einer Battle Royal zur nächsten. Die Damen der Zunft bekommen ihre eigene Battle Royale. WrestleMania Woman's Battle Royal. Nein, ich lese den Namen nicht vor. Hört auf. Frage. Hat. Oder bekommt die einen ähnlichen Stellenwert, weil sie jetzt in der Pre-Show gelandet ist, oder hast du Hoffnung? Hallo, wir schreiben History: die erste Damen-Battle-Royal bei WrestleMania. Also wenn das nicht ein Traum ist. Äh, und wir haben vor kurzem über WrestleMania 30 geredet. Da gab es das Vicky Guerrero Invitational Divas Championship Match. <laughs> Zwischen, äh, ich weiß auch gar nicht, der Stadt, aber bestimmt auch 15 Leute drin. Äh, so viel anders war das auch nicht. ne Es gab halt keine äh, keine Over-the-top-Stipulation, äh, aber im Prinzip war das auch ein viele Damen-Grümpel-Match. Ja, ich glaube, es waren aber nur acht oder so, oder? Nee, das waren, glaube ich, mehr. Echt? Okay. Da waren auf jeden Fall ganz schlimme Frauen dabei. Eva Marie zum Beispiel. Oksana. <lacht> 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 ähm, ja, da sieht man den Stellenwert halt, äh, den das Ganze jetzt hier hat. Ich meine... Ich meine, das hätte man sich ja auch sparen können. Wenn man es auf die Maincard schafft, halt so, ja, man müsste Historie schreiben und dann landet es in der Pre-Show vor einer halb leeren Halle. Also ich weiß ja nicht. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich mal hier eine Liste, auch wer alle schon dabei ist. Nicht vorlesen. Nicht vorlesen, da sind nee. ja auch nicht so viele. Also ich meine quasi das War und Smackdown gerade, aber ich meine, wir erinnern uns ja daran, wir haben aber ja nicht vor allzu langer Zeit zufällig einen Royal Rumble gehabt, wo auch die Frauen zum allerersten Mal mitmachen durften. Und da war das Feld quasi zur Hälfte gefüllt mit, ähm, ja, Legenden. mit Legenden. Ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt hier machen wollen, weil wenn sie da 30 <laughs> Mann reinbringen wollen, äh, Entschuldigung, ich Frauen natürlich, <laughs> ähm, ja, das könnte so sehr interessant werden. Vielleicht kriegen wir ja auch Santina Mara da zurück oder so. Ich, ich bin ja vor allem gespannt, wie lange das auch, gerade weil du den Royal Rumble angesprochen hast, wie viele Jahre das jetzt gut gehen soll. Also, jedes Jahr jetzt so 15 Legenden rausschicken, ist ja auch gewagtes Vorhaben und vielleicht auch gegenüber der einen oder anderen Dame dann irgendwann unverantwortlich. Sind ja auch nicht mehr alle die Jüngsten. Ähm, und ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, eine Kelly Kelly oder so jedes Jahr einmal im Ring zu sehen. Äh, ansonsten, ne, der Stellenwert, ich habe eigentlich auch gedacht, okay, man wird es wahrscheinlich, wenn der Royal Rumble der Main Event des äh, zweitgrößten Big Four Events eigentlich war. Dann muss doch eigentlich dann auch hier dieses, äh, diese Battle Royale auch einen halbwegs prominenten Spot bekommen. Ja, mitnichten. Also auch das klatscht man in die Pre-Show. Ich schätze mal, dass es dann ähnlich wie bei den Männern wird, dass wir hier 15 Minuten erleben, dass es vielleicht so drei, vier, fünf Überraschungen gibt. Und am Ende gewinnt jemand das Match. Es gibt ja nicht mal eine Trophäe, glaube ich, oder? Gibt es eine Trophäe? Ja, natürlich muss ja es eine das? Trophäe geben. Ja, muss es ja geben. Das wird es ja auch geben. Ich meine, ich finde auch hier kann man fast ein bisschen mehr zu erzählen zu diesem Match als bei dem Männer-Match, denn das wurde ja quasi gar nicht ausgebaut, außer dass ein paar Leute gesagt haben, ich bin dabei. Ich meine, hier haben wir ja zumindest mit Bailey und Sasha Banks eine sehr prominente Storyline, die in diesem Match vorhanden ist. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich meine, das heißt ja nicht, dass unbedingt einer von den beiden jetzt gewinnen muss. Äh, könnte man natürlich machen, aber die können sich natürlich auch so gegenseitig eliminieren oder irgendwas halt so. Ja, das ist ja alles möglich. Ähm, ja, hier haben wir zumindest ein bisschen Storyline drin, oder? Bei den Männern wüsste ich ja gar nicht, was ich sagen sollte. Ich meine, hier haben wir Sascha und Bailey wings drin, die zumindest einen prominenten Bot in diesem Match mit sich werden. Halt Doch, du werden. hattest bei Smackdown das Eight-Man-Tag-Team-Match zwischen Baron Corbin und äh, allen anderen Menschen ja, und der eine von den Kolons und so ja kr krasse super, Story ja. oder das ja, ist doch ja. Da, wow äh, ja bei den Damen im Prinzip ne Bailey gegen Banks ich würde mir tatsächlich auch wünschen dass eine von den beiden gewinnt einfach damit der Sieger vielleicht nicht ganz so random ist und damit man vielleicht sagen kann okay jetzt äh, ne hat irgendwie Bailey oder Banks je nachdem wer gewinnt hat jetzt der andere wirklich was voraus auch erfolgstechnisch und hat jetzt wirklich mal sowas wie einen Erfolg ich finde, mit sowas kann man besser arbeiten, als wenn man beide eliminiert und beide quasi nicht gewinnen oder halt beide verlieren. Deswegen gibt gern Bailey oder Banks den Sieg. Ich finde eigentlich, dass dieses Match jemand gewinnen sollte, der ähm, ja, zu dem Besseren des äh, Women's Rosters gehört und äh, auch jemand, der wirklich schon gestanden ist und jetzt äh, mal schon das ein oder andere Jährchen dabei ist. Deswegen, äh, wenn wir gerade mal schon zu den Tipps kommen wollen, ich würde mir tatsächlich einen Sieg von äh, Sasha Banks wünschen. Und äh, dann müsste man halt in den Wochen darauf die Fehde mit Bailey weiterführen. Wir haben bei Roy ja schon äh, die Frage in den Raum gestellt, müsste WrestleMania nicht eigentlich immer den Höhepunkt einer Fehde darstellen? Ich glaube, die Zeiten sind halt vorbei. Also, das wird so ein bisschen eine Durchgangsstation. Und ich würde mir wünschen, dass man diese Story weiterführt, weil das würde, glaube ich, das Match tatsächlich auch ein bisschen erinnerungswürdiger machen, als wenn wir jetzt hier eine Random-Siegerin eine Random bekommen, von der man dann nicht mehr lange irgendwas zu hören bekommt. Ja, kann man prinzipiell ja machen. Gebe ich dir jetzt nicht so, so, so unrecht. Allerdings finde ich ist es. Bin ich der Meinung, halt, Sascha gegen Bailey kann man halt wunderbar in diesem Match anteasern und dann können sie sich gegenseitig eliminieren und dann kannst du halt noch eine dritte Person in diesem Match nämlich featuren und ja, vielleicht auch jemand Neues mal einfach etablieren oder jemand von NXT hochholen oder sowas halt oder bringst halt eine Shader Base nach oben, die dann mal bezeigt, wie, wie wirklich ein M&A Gimmick funktioniert oder sowas halt, weißt du, und lässt die alle weghauen da, weißt du, oder so und tust sie damit prominent einführen oder eine Carrie Zane oder keine Ahnung was halt oder ja, wenn ich jetzt überlege, aus dem aktuellen Woster wen soll man da featuren? Puh, ähm, Gibt niemand. niemand. Aska äh. und Charlotte haben ihr eigenes Match und das war's dann eigentlich auch schon. Ja, ja, okay, wir, Becky Lynch und so ist ja auch noch da, ne? Becky Lynch wäre ja. ja zum Beispiel noch da. Ähm. Flog aber zu sehr unterm Radar, glaube ich. Ja, ist richtig, ist richtig. Aber wäre natürlich auch eine Möglichkeit, also wenn ich jetzt mich auf einen Sieger festlegen müsste... Und Geld wetten müsste, dann würde ich mich auch zwischen Sascha und Bailey entscheiden. Da ich jetzt hier fürs Gute Booking bin, sage ich, Eckige gewinnt. Man kann gespannt sein, wie viel Prestige der Women's Battle Royal zuzuschreiben ist, auch im Nachgang zu Wrestlemania. Ja, werden wir mal schauen, werden ein Auge drauf werfen, ob man da noch ein Wort drüber verliert oder ob man dann einfach nach Wrestlemania den Haken dran setzt und weitermacht wie gehabt wie viel Prestige der Cruiserweight Division noch zuzuschreiben ist, das ist auch, ja, ein Geheimnis für sich. Triple H übernahm vor knapp zwei Monaten kreative Kontrolle bei Two of Five Live, nachdem Vince McMahon das Ganze für nicht mehr ganz so wichtig gehalten hat. Es gab ein äh, erneutes Cruiserweight. Turnier. Wir erinnern uns an das Cruiserweight Classic, was ein großer Erfolg war auf dem WWE Network. Und jetzt ähm, ja, gibt es quasi noch mal eine Neuauflage davon mit dem eigenen Two or Five Live Cruiserweight Roster. Ich werde jetzt äh, nicht alle Paarungen durchgehen. Wir haben jetzt im Finale Cedric Alexander, der im Halbfinale gegen Roderick Strong gewinnen konnte und Mustafa Ali, der sich im Halbfinale gegen Drew Gulak durchsetzte. Das ist das Finale. Es geht um die vakante Cruiserweight Championship von Enzo Amore, der ja entlassen worden ist. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich schade, dass dieses Match in der Pre-Show ist, denn, lass es mich noch kurz begründen, ich habe ja die äh, Slammies geschrieben für den März und ähm, habe im Zuge dessen, als es um das Match des Monats ging und ich gemerkt habe, im Main Roster ist das doch ziemlich dünn gewesen im März. Habe ich auch mal äh, mir die ein oder andere Folge von Two of Five Live angesehen und ich habe gemerkt, ey, so verkehrt ist das da gar nicht. Das ist eine Stunde, wo wirklich dann zwei, drei Geschichten konsequent erzählt werden und umklammert wird das Ganze von ziemlich starken Matches. Also zwei Crew äh, oder zwei Matches von Two of Five Live sind bei mir in der Top 5 Match-Auswahl des Monats gelandet, weil da echt was geboten wird. Das Problem ist ganz einfach. Die Voraussetzungen sind eben nicht die besten. Tour of Five Live findet nach Smackdown statt. Die Fans verlassen größtenteils schon die Halle. Die, die schon da sind, die haben halt zwei, drei Stunden mit dem eigentlich Wichtigsten hinter sich, äh, mit Smackdown. Und das ist halt, ja, ein, es ist kein, kein allzu gutes Vorzeichen für die äh, Cruiserweights. Und es ist auch äh, dann schwierig, eben der Division so Stellenwert zu verleihen. Über das Problem von Two of Five Live wurde ja, denke ich, in den vergangenen Monaten mehr als genug geredet, sodass wir jetzt nicht alles wiederkeulen wollen. Was darf man denn hier erwarten? Ja, ähm, Two of Five, ich bin okay. der größte Experte, denn ich gucke natürlich wie immer nichts davon. Ähm, ja, Mustafa, was ich dazu beitragen kann, äh, zu dem ganzen Thema, ist halt einfach, äh, ich meine, nach Ensor samore naja, nicht so fein Abgang. Muss das Ding natürlich jetzt irgendwie neu ausgespielt werden. Und, ähm, ja, Mustafa Ali war ja eigentlich der ehede Gegner gewesen, so auf den Ensor Amore treffen sollte. Von daher natürlich konsequent, ihn jetzt wieder ins Finale reinzubucken und ähm, ja Cedric Alexander da es auch drauf also ringmäßig das weiß ich ähm, von daher das Matchfield ist sicher gut ich muss sagen dass es in der Pre-Showland kann ich vollkommen verstehen weil dafür ist das Prestige von Tour 5 einfach ja zu gering und das Interesse an Tour Five auch einfach zu gering und wäre es aber nicht ein Schritt gewesen wenn man die jetzt in die Main Show gepackt hätte wäre das nicht ein Schritt hin gewesen zu sagen okay Okay, und was packst, Sie von der Prestige. was packst du von der Main Was du von der Show, wo uns ja weitere neue Matches erwarten, dafür in die Pre Show? Ganz ganz ehrlich, so ein Intercontinental Championship Batch, so leid es mir für einen Finn Bella und Seth Rollins tun würde, hat für mich äh, jetzt keinen unfassbar viel höheren Stellenwert. Muss ja, ich äh, ganz ehrlich ja, sagen. Das, ja, für dich vielleicht jetzt nicht. Allerdings, ich glaube, für 90 Prozent des Publikums, die wollen dann doch lieber Seth Rollins und Finn Balor mit Star Power sehen als äh, Seth Alexander Mustafa Ali. Ich meine, die Leute, die Interesse haben, können ja früh genug hingehen und sich das angucken. Und ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr gutes Match wird. Gar keine Frage. Aber ich kann diesen Spot in der Pre-Show absolut nachvollziehen. Also von daher vermute ich ja sogar, dass es vielleicht sogar das erste Match in der Pre-Show wird. Und die ja wirklich dann wieder auf ganz leeren Hallen ganz leeren Halle quasi da antreten müssen. Das finde ich ein bisschen schade für die Jungs. Es tut mir ähm, echt leid für die, also wirklich. Ich glaube auch, dass das Turnier ganz, ganz okay war. Ich habe es halt nicht gesehen. Also ich muss ja sagen, ich habe es einfach nicht angeguckt, weil dafür ist das Interesse bei Tour of Five momentan bei mir einfach nicht da. Denn, so hartes klingen mag für die Jungs von Tour of Five, aber gutes Wessen kriegen wir halt allgemein geboten. Und das ist halt nicht das, was die Show ist, noch schafft, sich irgendwie, wo du, womit die Show es schafft, sich abzusetzen. Wenn man Tour of Five Live schaut, wird man bemerken, äh, dass mit dem Wrestling äh, ist weitestgehend ein Vorurteil. Denn neben diesem guten Wrestling gibt es tatsächlich Geschichten. Auch Drake Maverick, der, der GM von Tour of Five Live spielt seine Rolle wirklich gut. Ich brauche jetzt nicht die ganzen Geschichten von Tour of Five Live erzählen. Also die Leute, die es schauen, die werden wissen, was ich meine. Ich habe wie gesagt zwei, drei Folgen gesehen und ich muss sagen, okay, ich sehe, da steckt mehr hinter als das gute Wrestling, aber es bekommt halt einfach keine kein Spotlight. Und das ist äh, Schade und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich sage, das hier wird eines der drei stärksten Matches äh, der ganzen Card vielleicht werden. Also ist ja rein bisschen... technisch, ja gebe ich dir recht. Weil so, also wenn ich rein grad... emotional mit Sicherheit nicht. Okay, ja, das äh, ne ist äh, dem Stellenwert der Cruiserweights geschuldet, aber ich glaube, rein wrestlerisch, äh, kann das echt richtig, richtig stark werden. Und ich finde es wirklich schade für die Jungs, ne, ja. weil man hätte, glaube ich, die Möglichkeit gehabt, die jetzt auch in die Main Show zu stellen. Es wäre jetzt auch kein Problem gewesen. Äh, wenn du jetzt nur die, die beiden Battle Royals äh, in der Pre-Show gehabt hättest. Eine in der ersten Stunde, eine in der zweiten Stunde. So, und dann, mein Gott, dann kürzt du halt in der, in der Main-Show, dann kürzt du halt das United States Championship-Match um vier Minuten, dann kürzt du das Intercontinental Championship-Match um vier Minuten. So, und dann hast du äh, acht Minuten mindestens für hier Zach Alexander und Mustafa Ali und damit könnten die auch schon viel anfangen. So, aber es wäre ein Zeichen gewesen. Aber so sieht man, okay, Cruiserweights Pre-Show. Weitestgehend irrelevant. Und das ist schade. Ja, gewinnen mein Tipp, Mustafa Ali, fertig. Ja, ich äh, denke, Cedric Alexander wird das Ganze machen. Schauen wir mal. Wir gehen in die Main Show und starten mit einem ja, äh, Tag Team? Fragezeichen Match oder doch Handicap Match? Raw Tag Team Championship. Sheamus und Cesaro, The Bar, die amtierten Raw Tag Team Champions, treffen auf Braun Strowman und vielleicht einen Partner. Das ist das, was äh, ja uns jetzt erzählt wurde. Strowman gewann vor ein paar Wochen eine Number One Contender Battle Royal gegen andere Tag Teams von Raw und setzte sich durch alleine konnte in den vergangenen Wochen eigentlich immer die Oberhand gegenüber Seamus und Cesaro behalten. Einen Partner erfuhren wir nicht. Ja, ich, ich habe dir die Frage jetzt äh, schon des Öfteren ne, gestellt bei der Raw vs. SmackDown Review. Deswegen äh, frage ich dich jetzt ganz einfach äh, nicht, wer der Partner wird, sondern glaubst du, dass Braun Strowman am Ende des Abends alleiniger Tag-Team-Champion ist? Nein, das glaube ich nicht. Und ähm, nein, ich glaube nicht, dass er einen Tag-Team-Partner bekommt. Was bedeutet, ja, ich glaube, er wird dieses Match nicht als Champion verlassen. Was ja nicht heißt, dass er verlieren muss unbedingt. Ne? Ähm, ja, um das Ganze mal aufzuwühlen, ich meine, Storman hat sich halt in ja, dieser Battle Royale dort durchgesetzt gegen die anderen Tag-Teams. Und jetzt ist die ganze Frage, wer wird sein Partner oder wer wird es nicht. Ich bin ja immer noch einer von den Verführwörtern mittlerweile. Gibt ihn keinen Partner. Lass ihn alleine dort antreten, aber lass ihn nicht die Gürtel gewinnen. Ich meine, man kann das ja wunderbar bucken, in dem Storm und einfach Cesare und Sheamus richtig schön zerfetzt und sowas halt, die ihre ab und zu mal wieder zurückkommen und ihre Überzahl ausspielen und ja, am Ende dreht halt Bornstormen durch und prügelt sich von mir aus mit denen durch Publikum oder was auch immer halt so. Und es gibt halt einfach einen Countdown, fertig aus. Und ähm, Storm hat nicht verloren, die Gürtel bleiben bei halt Cesare und Seamus. Und ich möchte keinen weiteren Tag-Team-Partner haben. Ich möchte weder Rey Mysterio als Tag-Team-Partner haben. Ich möchte auch keinen Neville als Tag-Team-Partner haben. Ich möchte auch keinen Kane als Tag-Team-Partner haben oder Big Show irgendwas. Lasst den Mann das alleine machen. Und man kann ihn gut darstellen lassen, ohne dass er am Ende Champion sein muss. Ich glaube, in die Chronologie des Krankenwagen umwerfenden und aus Mülllastern auferstehenden Braun Strowman passt es wie die Faust aufs Auge, dass er jetzt auch alleiniger Halter der Tag-Team-Champions wird. Und ich bin so überzeugt davon, dass ich auch davon ausgehe, dass Braun Strowman dieses Match gewinnen wird. Ich glaube auch nicht, dass er einen Partner an die Seite gestellt bekommt, aber ich glaube, er wird dieses Match gewinnen. Denn wenn ich mir anschaue, was man mit ihm jetzt schon alles gemacht hat, ich sehe leider den Stellenwert bei Seamus und Cesaro jetzt nicht so hoch, als dass man sagt, okay, wir müssen die, wir müssen die schützen. Äh. Ich glaube, Braun Strowman äh, wird den Offiziellen da wichtiger sein. Und da wird man sagen, im Zweifelsfall, okay, da müssen Seamus und Cesaro sich halt hinlegen, müssen in den sauren Apfel beißen. Sie verlieren ja nicht gegen irgendwen, sie verlieren ja, wenn, dann gegen Braun Strowman. Ich muss sagen, ich könnte damit leben. Also mittlerweile ist mir die Tag Team Division, sorry, aber sie ist mir mittlerweile relativ schnuppe, sodass ich sage, ey, okay, dann gibt Braun Strowman diesen Erfolg. Ich glaube, das könnte ganz unterhaltsam werden. Ja, aber viel unterhaltsamer wäre auch, ich meine, klar, ist es ist unterhaltsam, wenn Born Storman da seinen Moment bekommt und äh, gewinnt und dann mit beiden Gürteln rausgeht, dann werden die Leute sich freuen. Aber ich glaube, die Leute würden sich viel mehr darüber freuen, wenn Born Storman hingeht und einfach die WrestleMania Stage auf Cesar und schmeißt, was. <laughs> und vielleicht noch das Match gewinnt. Also er kann ja auch beides machen, irgendwie. Also, ne, ich, ich weiß im Endeffekt, was du sagen willst, ne, man muss nicht zwingend die Gürtel wechseln lassen, äh, weil es genug andere Möglichkeiten gibt, die Q-Counter und so weiter, aber ich glaube, irgendwie, man wird diesen Weg gehen, ganz einfach, weil es so zu Braun Strowman passt, wenn man sich einfach die letzten Monate anschaut, was der alles gemacht hat, er hat Klaviere durch die Gegend geworfen, er hat, äh, er ist aus einem Müllwagen auferstanden, nachdem er zusammengepresst wurde, er hat einen Krankenwagen umgeschmissen, hat Krankenwagen-Türen abgerissen, äh, und ich finde, also ich würde jetzt einen Vince McMahon so einschätzen, dass er sagt, ah, oh, der bärtige große Mann, der ist lustig, der kriegt jetzt allein die Tag Team-Gürtel. Einfach, weil das auch so eine Sache ist, das hat noch keiner geschafft. Braun Strowman ist derjenige, der es schafft. Äh, ne, ich muss sagen, ich habe mich einfach damit angefreundet und würde es gar nicht so verkehrt finden, wenn es jetzt so läuft, wie du das gesagt hast, dass Sheamus und Cesaro die Gürtel halt irgendwie behalten und trotzdem von Braun Strowman kaputt gemacht werden. Okay, dann, ne, von mir aus, dann ist es zwar auch eine gewisse... Ja, hat schon wieder einen Hauch 50-50, weil dann hast die Champs behalten die Gürtel, kriegen aber trotzdem von einer Person aufs Maul. Also sag ich, komm, dann ne, sei es drum, beißen wir den sauren Apfel, dann gib Strowman einfach die Gürtel. Schade für Seamus und Cesaro, aber pff, sie haben dafür leider nicht das, das Standing, um einen Bronze Strowman da aufzuhalten. Das wäre meine Meinung zum Ganzen. Okay, dann haben wir unsere beiden Tipps ja quasi untergebracht. Richtig. Dann, äh, ja, wenn wir einmal bei Tag Teams sind, gehen wir doch einmal zur blauen Show. SmackDown Tag Team Championship. Die Usos, ihres Zeichens Titelträger, treten an gegen The New Day und die Bludgeon Brothers in einem Triple Threat Tag Team Match. Bei Fastlane gab es die Neuauflage. Usos vs. New Day, die hatten ja im vergangenen Jahr eine mehrmonatige Match-Serie, wo sie wirklich sich immer wieder übertroffen haben und ja, relativ regelmäßig und ganz zuverlässig immer das Match of the Night rausgehauen haben. Bei Fastlane sollte das eigentlich wieder so werden, bis es zum Eingriff der, ja, Knüppelbrüder kam. Die Männer mit den Hämmern, die Bludgeon Brothers. Die, äh, ja, haben in den vergangenen Wochen dann, ja, die Champs. Kaputt gehauen, den New Day kaputt gehauen und haben sich damit den Spot im Titelmatch verdient, sodass wir jetzt dieses Triple Threat Match bekommen. Es ist das erste WrestleMania-Match auf einer Main Card für die Usos, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Und ja, wir haben ja in den vergangenen Wochen immer wieder festgestellt: so zu den Bludgeon Brothers stehen wir ja unterschiedlich, ne? Da stehen wir sehr unterschiedlich. Ja. <laughs> ähm, ich bin nicht der größte Freund von ihnen. Ich weiß, Johatan und du, ihr habt da schon einen eigenen Fanclub gegründet. <laughs> ja, der Hammer-Club. Der Hammerclub, club ja. ja, ja. Der Bullet-Club und der Hammer-Club. Ich bin äh, dann lieber Fan von weißt du, so richtig geilen Tag-Teams. Weißt du? Und das sind zum Beispiel die Usos, die bewiesen haben, früher als Face richtig overzukommen, zu Dann ein bisschen langweilig zu werden und sich dann einfach neu zu erfinden und Einfach in jedem Match, in jedem Pay-Per-View-Match, was sie abgeliefert haben, einfach ja, einfach abgerissen haben. Und ähm, ja, auf die freue ich mich richtig, denn die haben diesen Spot auf der Western Man -E -Card endlich wirklich mal verdient. Glaubst du, die Bludgeon Brothers ziehen das Match wrestlerisch nach unten? Nö, nee, das glaube ich nicht von, das ist sehr passend, ich meine, wir haben ja Usos gegen New Day, das haben wir halt schon so oft gesehen, ja, das, das haben wir wirklich schon so oft gesehen und, ähm, die können natürlich ihre tollen Spots da wieder raushauen und so und die können auch für die High-Flight-Action sorgen und sowas, während du halt mit dem Bloodshed Brothers 2 hast, die da halt einfach eher auf ihre Power-Moves setzen werden und sowas, halt, dementsprechend wird es extrem viel Abwechslung in diesem Match geben und ich glaube, also, das wird man nicht tun, aber wenn man diesem Match hier 20 Minuten geben würde und sowas, halt, dann könnte man hier wahrscheinlich Match auf der Night raus machen. Ich denke aber, ne, in jedem Fall. Also Match of the Night, ja, ja. Solange die und Brothers halt ihre, ab und zu mal ihre Power Moves machen, aber jetzt nicht halt jetzt irgendwie 15 Minuten lang das Match dominieren. Das wäre also sehr sie, langweilig. Also wenn sie, also ich muss ja sagen, ich mag ihre Art, wenn sie sich da selber Ohrfeigen und äh, gegenseitig auf die Gegner schmeißen. Wenn es wirklich mal krasse Power Moves gibt, dass so unerwartet einfach mal äh, einer der Hammerbrüder einen Big E oder so durchs Kommentatorenpult wuchtet, einfach so... Ne, es, es braucht, glaube ich, in diesem Match so ein, zwei wirklich denkwürdige Spots. Dann hat das wirklich auch die Chance, Match of the Night zu werden. Das meine ich ganz ernst, ich glaube du auch. Und ich finde es auch, äh, so wie du gesagt hast, äh, gut, dass wir hier ein Triple-Threat-Match haben. Denn Usos vs. New Day haben wir wirklich jetzt des Öfteren gesehen. Ich bin mir sicher, die hätten auch ne, in einem äh, normalen Tag-Team-Match dann. Äh, das wäre auch nicht schlecht geworden. Aber ich glaube, die and Brothers sind genau die Komponente, die es braucht, um vielleicht sagen zu können, okay. Wir können es nochmal toppen, denn die bringen ganz einfach nochmal Spots mit, die, ja, wir vielleicht einfach noch nicht gesehen haben. Und sie haben eben noch die frische Art. Und dann kommen wir eben zu dem, was du eben in den letzten Wochen gesagt hast. Noch sind die Bludgeon Brothers vielleicht frisch, aber das geht nur so lang, bis sie dann das erste Mal verlieren und dann wird der Absturz kommen. Ich bin mir sicher eigentlich, dass sie hier die Titel gewinnen, einfach um die Konsequenz aus den letzten Wochen fortzusetzen. Was dann passiert, muss man sehen. Also ich wahrscheinlich wird es dann bei Backlash äh, beim ersten Pay-per-View nach WrestleMania das Rematch gegen die Usos geben. Eigentlich müssen die Bludgeon Brothers dann auch das gewinnen. So und dann muss man eben schauen, wo man steht. Sind sie noch over? Können sie noch originelle Spots bringen? Ist es zu ausgelutscht? Das muss man dann eben sehen. Aber Stand jetzt sind sie für mich eigentlich äh, die einzige Option, wenn es um die Sieger geht in diesem Match. Ja, also, ich meine, es gibt ja so einige Zuschauer, die gucken ja nur WrestleMania einmal im Jahr, ja? Die gucken das WWE-Produkt sonst nicht, aber WrestleMania, das können sie sich halt einmal im Jahr, das wird halt geguckt. Und, ähm, ja, die werden natürlich was total Faszinierendes sehen, weil, ich meine, die sagen sich, oh, Usus, New Day und so, das haben sie schon mal mitbekommen, dass die toll sind und geil sind und richtig was können. Und wenn die jetzt einmal im Jahr nur auf WrestleMania gucken, dann ändern sie sich zurück. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal, Platsch Ach, guck mal, das ist doch der eine, der damals von The Rock in zehn Sekunden abgespeist worden ist, oder? Ja, klar. Aber er hat, ja gut also wenn wir damit anfangen dann äh, werde ich auch gleich wenn es um naja Jax oder Lexa Bliss dann wird, wird ja, mein ja, Punkt ja, dann ja, wieder ja. hochkommen ne also das ist einfach so eine Sache blendet man das jetzt aus oder nicht ja 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 ich wollte es dann nochmal erwähnen ja ne außerdem das lass ist mich ein, rumhacken das gehört dazu. das ist ein anderer Rowan der hat jetzt einen roten Anzug an also einen Klüppel in der Hand nicht vergessen. Kleider machen Leute ja okay <laughs> wer gewinnt ja. ich befürchte die Blattschneebusse ja. Ja, er hat's gesagt. Yes, finde ich gut. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut, weil umso schneller setzt die Titel dann hoffentlich auch wieder los und dann wieder irrelevant. Lass sie. Kommen wir zu dem, was ich gerade schon kurz angesprochen habe. Alexa Bliss, Nia Jax, Raw Women's Championship. Wir waren gerade bei Sachen ausblenden. Äh, ne, du meintest ja, Rowan wurde ja. Ja, das ist was anderes, ob ich ein WrestleMania-Moment ausblenden muss, ja. Der bei manchen sogar ein Schocker gilt, ja? Oder ob ich hier irgendein Moment vergessen muss, was irgendwo mal bei Smackdown, nee, Entschuldigung, es war War, stattgefunden hat, also. Lass es mich ausführen. Ende August, ich glaube, es war der 26. oder 28. August, gewann Alexa Bliss in einem äh, Raw-Women's-Championship-Match gegen Sasha Banks den Titel. Sie, unter, äh, sie wurde unterstützt von Naya Jax. das waren äh, damals beste Freunde und äh, es gab die Siegesfeier und äh, Alexa Bliss nahm Platz auf den Schultern von Naya Jax. Bis auf einmal die gute Naya ein bisschen griesgrämig guckte und die ja liebe Alexa das, das stimmt doch gar nicht das ist vollkommen falsch da Naya hatte halt nur an den Tag ist gegessen und dann ist sie schummrig geworden und dann ist sie umgefallen nach hinten da konnte sie gar nichts führen, das war nicht so geplant. Dass sie, dass sie in den vergangenen, oder dass sie dann in den Wochen darauf Alexa Bliss weiter attackiert hat, wie erklärst du das? Sieht sie, sieht sie oder hat sie irgendwie, dann ist sie blind geworden? Ja, hallo, oder? nein, aber die ist sie auf den Kopf gefallen und Hirnerschütterung <laughs> und ähm, kurzzeitige Gedächtnisverlust und ein bisschen auf einmal wieder klar wurde, achso, das ist eine gute Freundin von mir. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Also, naja, Jax. Du möchtest alles immer nur schlecht reden. <laughs> ich bin fürchterlich. Naja, Jax, turnte gegen Alexa Bliss hinterging sie. Und irgendwann, so im Laufe der Monate darauf, gab es dann, ne, es gab halt erstmal so nach diesem Turn, gab es logischerweise Matches, Alexa Bliss gegen Nia Jax. So das ganz große Aufeinandertreffen wollte man sich eigentlich immer aufheben. Das hat man auch getan, das findet bei WrestleMania statt. Nia wurde im Verlauf der letzten Wochen, Schrägstrich Monate, allerdings immer mehr so ein bisschen. Ja zum zum Mobbing Opfer sie zweifelte vermehrt an sich selbst hielt Moralapostel an die Menschen man solle immer an sich selbst glauben auch ungeachtet der Figur man muss sich selbst respektieren dann könne man alles erreichen was man will ja Alexa Bliss äh, die redet äh, ihr immer auch gut zu und sagt ey mach dir keine Sorgen wenn du gemobbt wirst du bist stark du bist eine klasse Frau ja bis dann irgendwann in einem Backstage Segment Bliss und Mickey James äh, eine Unterhaltung geführt haben, in der Bliss, ja, recht ungehalten über Nia Jax gelästert hat. Dummerweise, was ein Zufall aber auch, stand da eine Tonangel neben Bliss und James und, äh, ja, man konnte das ganze Gespräch hören, wie unüblich für Backstage-Segmente. Und auch Nia Jax konnte das Ganze eben, ja, aufschnappen und seitdem ist sie eigentlich drauf und dran, Alexa Bliss endlich in ihre Finger zu kriegen. Mickey James musste jetzt äh, dran glauben in der letzten Raw-Ausgabe vor WrestleMania. Und jetzt bei WrestleMania bekommen wir dann die Gelegenheit. Wir haben eine Story. Aber ich muss sagen, es gibt eben zwei Makel. Das eine. Es macht halt keinen Sinn, dass Naya Jax als erstes logischerweise gegen Alexa Bliss turnt und jetzt Ja, äh, aber Nein, 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 ich will nee, nee, erstmal nee, nee, ausreden. Nee, nee, nee. Du lieber dann, Björn, du lieber lieber Björn, du, ich gebe dir gleich deine Redezeit. Ja, aber lass uns das doch mal ganz kurz geordnet durchziehen. Naya Jax ist als erstes geturnt, weswegen eigentlich die Story relativ absurd ist. Wenn man das ausblendet, haben wir hier wirklich eine Geschichte, die auch auf annehmbarem WrestleMania-Niveau ist. Das ist gut, ja. Was ich noch cooler finden würde, ist, wenn wir das Match Alexa Bliss vs. Nia Jax nicht schon fünf, sechs Mal bei Raw gesehen hätten. Dann würde ich sagen, ist es wirklich eine, ein wirklich gut aufgebautes Women's Match für WrestleMania. Das sind die beiden Makel, die ich habe. Trotzdem bin ich der Meinung, hier äh, der Vorlauf zu diesem Match war gut und Alexa Bliss vs. Nia Jax, das Match selbst, naja, ich denke, sie werden versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles zu tun, was sie können. Was dabei rauskommt, müssen wir uns überraschen lassen. Bei Nia Jax ist man sich immer ein bisschen unsicher, kann sie jetzt wirklich was oder nicht. Das muss man sehen. Aber ansonsten ist es jetzt, also kann ich gut mit dieser Paarung leben. Jetzt darfst du reden. Sind Sie fertig, ja? Ich, ich habe Mit fertig. Mit ihren Falschinformationen, die sie hier verbreiten. Was soll ja, das denn? Ja. Lügenpresse. <laughs> Danke, Merkel. Lügenpresse, alles fake hier, alles fake News. Ähm, ja, es gab diesen Moment äh, des Turns von Naya Jax gegen Alexa, aber Alexa hat sich ja dann selber über die Wochen quasi wieder an Naya rangemacht und sich quasi zu ihrer guten Freundin entwickelt. Von ja, daher ist es. Das ist doch ganz normal. Ich würde da, also wenn mich jemand so hintergeht, würde ich es ihm auch zurückzahlen wollen. Ja, aber deswegen kann man ja nicht jetzt, äh, naja, es übel nehmen, dass sie, sie gedacht hat, sie hätte sie damit doch trotzdem noch eine Freundin gefunden, obwohl es ja auch mal schlechte Zeiten gibt. Ich meine, na, ich habe auch. Na, 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 also, also, na, na. Also, sorry, also, also, Björn, also sorry, ich meine, ich habe auch schon mal Leute gehabt, die ich erst auf der Fresse hauen wollte und danach mit denen Bier trinken gegangen bin, weißt du so. Und, äh, wenn die mir dann beim Bier trinken, vorgespielt hätten und dann mir nachher dann auf die Fresse gehauen hätten, wäre ich sauer gewesen, natürlich. Auch wenn ich natürlich zuerst den auf Fresse hauen wollte. Ey, äh, ey, äh, ich, ja, lassen wir das mal so im Raum stehen. Und die arme naja Roth hat die letzten Morde nur von Alexa ausgenutzt. So die doof. ist die böse Mann. Ja, muss du doch mal einsehen. Und naja, na ist die nette. Ja. Die nette, naja. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich der Meinung, dass diese Storyline gar nicht so schlecht rübergebracht worden sind. Da sind wir sagen, einer Meinung. Dieses Backstage-Segment dann mit den, mit den Kamera, äh, mit, mit dem Mikrofon-Engel da und so, das hätte man natürlich alles komplett anders machen können und schöner gestalten können. Aber rein von der Storyline finde ich das gut. Wir haben hier ein Match, was für WrestleMania eine persönliche Storyline aufgebaut hat. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Ich gebe dir natürlich recht, die Matches, die wir davor schon gesehen haben, ähm, ja, das ist halt ein Problem mit der WWE. Das habe ich ja, das sage ich ja quasi wie jede zweite Woche, wenn wir irgendwas Tolles geliefert bekommen bei Ward, dass ich das dann doch lieber mir hätte aufwärts würde und sowas halt. Aber, ähm, ja, zu dem Match, was uns hier erwartet, wenn ich ehrlich bin, ich hoffe eigentlich, dass es hier, also wenn, wenn der Naya jetzt wirklich als Me Mega fest richtig aufbauen möchte, dann muss die, die Alexa jetzt, jetzt hier wegsquashen. Squash. Ja. Da musste sie einfach wegsquashen in zwei Minuten, ihre komplette Wut rauslassen in den zwei Minuten und dann ein, zwei, drei und dann ist Naja die strahlende Siegerin und wird von WrestleMania Publikum zugejubelt und das alte Mobbing-Opfer ist auf einmal die große Heldin und alle sind so glücklich. Das wäre ja dann genau das, wofür WrestleMania da ist, ne? Die Leidensgeschichte eines Faces, das bei WrestleMania den großen Moment bekommt und wir haben dann einen neuen großen Superstar. Ich würde mir auch wünschen, dass es so kommt, aber gerade weil das irgendwie so offensichtlich ist, glaube ich daran, dass es vielleicht irgendwie so läuft, dass Alexa Bliss vielleicht doch den Titel verteidigt und alles nur eine Durchlaufstation wird. Also vielleicht gibt es ein Fuck-Finish. Wenn es jetzt darum geht, was ich mir wünsche, bin ich eigentlich auch bei dir. Also ein schneller Sieg von Nia Jax wäre eigentlich hier aus Booking technischer Sicht am ja, vor allem, logischsten. Vor allem, sagen wir mal ehrlich, äh, neuer Jacks Singles WrestleMania Match, das sollte jetzt auch nicht allzu lang gehen, glaube ich, weil das würde, glaube ich, der Match nicht unbedingt gut tun. Ja, also ich denke, da sind wir grundsätzlich auf der gleichen Seite, aber ich, ich schließe nicht aus, auch wenn ich nicht möchte, dass es irgendwie eine Intervention gibt, dass es irgendwie ein Fuck-Finish gibt und dass es irgendwie doch nur so eine Durchlaufstation wird und die Fäde trotzdem ganz normal weitergeht. Eigentlich sollten bei WrestleMania Fäden abgeschlossen werden. Ich glaube, so oder so, es wird weitergehen dann danach, aber Nia Jax muss hier eigentlich den Titel gewinnen. Dann wäre die Story, denke ich, gut erzählt und damit könnten wir dann Leben. So sieht's aus, ja. Mein Tipp auch, naja, Jax. Mit einer Story, mit der wir, ja, können wir mit der leben, ist die Frage. Intercontinental Championship. Triple Threat Match. Lass, lass, lass mich die Frage stellen, was ist denn die Story? <laughs> The Miss vs. Fiddler versus, Story versus das, Seth das Rollins. Rollins. Und Finn Balor hat nichts mit Westmania zu tun, hat noch einen Spot <laughs> gesucht, haben, ähnlich wie Cena. <laughs> Nur, dass er Miss angenommen hat. <laughs> ja, Miss ist der bessere Undertaker. So kann man es quasi sagen. Ähm ja, ich meine, vor allem von den Namen her, ich meine, was ist Miss? Ich meine, den können wir natürlich den Himmel hier loben halt und ähm, ist meines Erachtens auch wahrscheinlich der beste als die Champion, den wir die letzten zehn Jahre hatten, so. Ja Und vor auch konstant und der liefert halt immer ab. Wardens ist im Ring überragend. Könnte meines Erachtens als Babyface viel, viel krasser overgebracht werden, kann, kann aber auch den perfekten Heal spielen, das hat er alles schon bewiesen und hätte natürlich auch immer das Potenzial dazu, im WrestleMania Main Event zu stehen, da passt halt nicht jeder hin und dementsprechend ist er halt dann quasi hier ja, in der Midcard geparkt worden und das Gleiche geht für einen Finn Balor mehr oder weniger, wobei das ja auch nur auf ihn zutrifft, solange er geschminkt ist. Solange er nicht geschminkt ist, ist er <laughs> eigentlich auch nur ein Chipper. es Ja, hat gegen Kane verloren in fünf Minuten, erinnerst du dich noch? Mhm. Da war das, nicht geschminkt. Da war, ja, mal gucken. Ob, also, eigentlich müsste er jetzt ein Special Entrance bekommen. Ich fürchte fast, dass das nicht so sein wird. ich glaube ah, also, Als ob die auf einmal den Demon daraus schicken würden. Nee, ich glaube tatsächlich, dieses Match könnte so ja sehr beiläufig halt stattfinden. Ne? The Miss versus Bella versus Rollins, wenn man das hört, da denkt man: Oh ja, doch, das sind Namen. Und ich glaube auch, ne, dass das gut wird. Da zweifle ich nicht dran. Aber, also, die werden ihre zehn Minuten bekommen, aber es fehlt mir halt ganz einfach diese, diese Story, um zu sagen, okay, hier steht was auf dem Spiel, hier geht's mit, hier bin ich für jemanden. Wenn eine Geschichte erzählt wird, gibt's ja irgendwie, hat ja jeder, jeder Charakter handelt eigen und hat damit nochmal ein eigenes Profil, so. Ja, die Story es hier ist doch, die Story hier ist doch einfach, das heißt, Wallace und Finn Balor bekämpfen sich gerade, wer der geilere von beiden ist und braucht einen Opfer und das ist ein Mist und äh, über den machen sie sich lustig. Das ist ja. die Storyline. Ne? Und diese Story ist so oberflächlich, dass ich leider nicht sagen kann, dass ich hier irgendwie einen klaren Favoriten habe. Und das ist ja eigentlich das, was eine Geschichte ausmacht. Eben, wenn Charaktere sich profiliert haben, dass man dann jemanden hat, für den man routen kann, für den man sagen kann, ey, den will ich anfeuern. Aber hier ist halt so, das sind drei gute Superstars. Das, äh, der eine ist sehr gut, der andere ist, ja, starker Mitkader. Ne, je nachdem. Also, jeder wird hier irgendwie äh, was finden, aber mir fehlt ganz einfach so der Story-Hintergrund, um zu sagen: Okay, hier kann ich wirklich mitfiebern. Und das ist eben dann auch mein Problem, wenn alle immer sagen: Guckt euch diese Card an, die ist so geil. Wenn den Leuten einfach diese Card reicht, wenn es einfach reicht, wenn Matches so stattfinden, bräuchte WWE eigentlich keine Weeklies machen, sondern machen wir eigentlich nur jeden Monat einmal ein Pay-Per-View mit Namen gegeneinander und gut ist. Das Schöne beim Wrestling ist ja aber eigentlich, dass man Geschichten erzählen kann und diese Geschichten können Momente sehr besonders machen. Ich habe das Beispiel äh, in der Raw vs. Smackdown Review äh, schon gebracht: Ric Flair gegen Shawn Michaels, Undertaker gegen Shawn Michaels, alles große Namen, aber die Paarungen sind erst groß geworden durch die Geschichten, die im Voraus erzählt wurden. Und deswegen ne, denke ich halt immer: Ja, warum nimmt man hier nicht das Heft in die Hand? Ein Intercontinental Champion wie The Miz Uh, der bietet das Material, der bietet die, die, die Fähigkeiten und der bietet das Potenzial, diesen Titel dann doch wirklich uh, mal richtig präsent zu machen. Gerade in Zeiten, wo eigentlich ein Universal Champion nicht immer da ist, das wird sich zwar jetzt uh, ab diesem Abend dann ändern, aber trotzdem spricht er ja nichts dagegen, diesen Titel wirklich mal groß aufzuziehen. Dass er eben nicht wie das mit-Card-Beilaufwerk wirkt, sondern vielleicht auch mal wirklich so ein uppercard titel Warum Ja, nicht? aber der, der, der Titel ist auch, also ich meine, man kann es nicht sagen, dass der Titel in letzter Zeit ist schon irgendwie schlecht dargestellt worden das ist. So, was ich meine, so bist du durfte ja sogar Warman Reigns besiegen und so, ne? Also. Ja, durfte er, durfte er. Zweimal. Aber das, aber das muss dann, das muss dann konstant sein. Und dieses Match ist dann für mich schon wieder eher ein Rückschritt, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn hier gibt es dann eben keinen. Ja, ja, du kannst ihn ja, du kannst den Titel ja jetzt nicht in den Main-Event reinpushen. Nein, also nein, find, nein, nein. Da, nein da, muss man halt, ja da muss man halt auch immer schon nur die Grenzen noch irgendwo abstecken. Also das finde ich schon okay. Und ich, ich meine, rein, ich meine, wir sind uns wir sind beide einig, storyline-mäßig ist das gar nichts. Rein vom Namen her wird der Titel, glaube ich, hier sehr, sehr gut repräsentiert. Denn egal wer am Ende mit den Gürtel rausgeht, und selbst wenn was ich ja hoffe, und da bin ich bei denen, bei denen ich mitfieber, dass du bist verteidigt, der Titel bei einem großen Namen, einfach einen großen Mann, und das wird dem Titel nicht schaden. Und wenn Rawlins gewinnt, ist der Baylor das Gleiche. Ich, äh, wenn wir das an der Stelle noch einbringen wollen, ich glaube, dass äh, Seth Rawlins dieses Match gewinnen könnte. Äh, und auch, ja, äh, wird. Und dann gibt es wahrscheinlich im Nachgang eine Fehde gegen Finn Baylor. Aber, äh, um das einfach nochmal aufzugreifen, klar, der Titel hat jetzt keine schlechte Position. Das wollte ich auch gar nicht äh, damit zum Ausdruck bringen. Aber, äh, ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, das Maximum rauszuholen, dann sollte man das doch versuchen. Man sollte sich vielleicht nicht immer nur dann mit dem Status quo zufrieden geben. Das ist keine große Kritik, sondern einfach nur eine Anmerkung, was mein Wunsch wäre, um vielleicht äh, das Ganze noch eine Prise brisanter zu machen. Um vielleicht dem Ganzen noch so ein bisschen äh, mehr Brisanz zu geben, um es spannender zu machen, je nachdem. Deswegen, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich, was ich damit sagen will. Du wirst, denke ich, auch verstehen, was ich sagen möchte. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn man sagt, okay, nee, es gibt Grenzen und das ist der Midcard-Titel. Wir haben einen richtig starken Midcard-Champion und wir haben hier ein richtig starkes Midcard-Match. Schade ein bisschen für Finn Bella und Seth Rollins, die, glaube ich, beide eigentlich für ein bisschen was Höheres bestimmt sein könnten. Aber ja, auch das Match ist jetzt im Endeffekt, im Endeffekt nichts, was mich wirklich stört an dieser Card. Aber... Ich sehe halt hier immer, dass da echt noch Luft nach oben wäre und die könnte man ausnutzen, wenn man wollen würde. Aber man ja. will. Nicht. Ja, an den Newsmenschen hier. Ich meine, du bist ja immer besser informiert. Wie weit ist eigentlich Dean Ambrose? Dean Ambrose äh, ist noch verletzt. Also der wird auch noch ungefähr ein, zwei Monate brauchen. Der, okay. Also der wird auch hier bei WrestleMania zu 99% keine Rolle spielen. Aber wenn er nicht mehr ein halbes Jahr braucht, sondern nur zwei Monate, dann ist mein Tipp, dann gewinnt das Wort und das Ding und irgendwann kommt halt Dean und dann gibt es da auch den Krach. Ja, Dean Ambrose würde ich mir eigentlich für den SummerSlam für Roman Reigns wünschen. Ich weiß nicht, ob ich Dean Ambrose unbedingt noch mal komplett ein Main-Event reinbucken äh, möchte. Ich meine, das hatten wir schon mal, war jetzt nicht das Tollste. Und das sage ich als Dean Ambrose-Fan. Hm. WWE könnte mit ihm was anfangen, wenn man will. Genau über die. Ja, mit, mit, Du könntest prinzipiell Prinzip ja mit jedem was anfangen. Richtig. Ich, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, man könnte sogar mit Jinder Mahal was anfangen. Nein. Wenn die WWE das Nein. Ist. Jörn. Was. was Och, Mann. Sollen das? Ja, also. Ich meine, ich glaube. Jinder selbst uns, Mahal. Ich glaube, selbst mich kriegen die glaubwürdig gebuckt. Also könnte man Rostov was Glaubwürdiges machen. Okay. Vielleicht nicht. Okay, bei mir und James. Also, so hast du vielleicht die Hoffnung verloren. Aber sonst. Fast aus jedem. Ich stelle mir gerade Jinder Mahal bei New Japan vor. Ich glaube, die würden den gar nicht nehmen. Egal. Ähm, ja, wir ha haben jetzt, glaube ich, zum Intercontinental Championship-Badge alles gesagt. Wenn du jetzt gerade bei Jinder, äh, Jinder, bei Jinder Mahal warst. Äh, ich habe ja immer, ich krieg immer noch so ein bisschen Ausschlag irgendwo. Ja, 25-prozentige äh, Chance, dass er als Champion Gott! Oh Gott! <laughs> Ja, in einem <laughs> Fatal Four-Way-Match. Wenn Randy Orton gegen dich, Jonathan und mich antreten würde, hätten wir alle eine 25-prozentige Chance. Bin ich mir sicher. Ja, natürlich. Ist so. WWE. Randy Orton verteidigt seinen United States Championship-Titel gegen Bobby Roode, Jinder Mahal und Rusev. Äh, Rusev Day. Ich möchte, dass Rusev gewinnt. Ansonsten, puh, kann ich nicht viel zu dem Match sagen. Deswegen frage ich dich wieder. Was ist die Story? <laughs> ähm, die Story ist: wir haben einen Champion. Der oh. ist einfach aufgetaucht, der kommt ab und zu mal einfach aus dem Publikum und tut Leute einfach weg. Ako und alle üben ihn zu. Und der das, hier ist, das, ist, das ist dann das, ist übrigens das Gimmick, mittlerweile das einzigste Gimmick, was er auch hat. Ja. Ähm, dann haben wir hier einen Typen, der kommt immer raus und sagt, er wäre Glorious. Kriegt aber in den meisten Fällen nur auf die Fresse. <laughs> ja, dann haben wir hier einen Ex-World-Champion. <laughs> der in seiner Karriere 10 Matches gewonnen hatte, ah. von 1.000, die er beschritten hat. Also zehn <laughs> Matches waren, als er World Champion war. Ja, und wir haben hier einen, der wirklich over ist. Oh, mit ich u muss Für den hatte keiner, der, hat leider keiner eine Verwendung gehabt, obwohl der over ist. Es fiel ihm jetzt leider letzte Woche ein, dass man ihn ja auch irgendwie noch unterbringen muss. Und deswegen ist er in diesem Match und ich hoffe auch, dass er gewinnt. Aber halt, ist für sehr unwahrscheinlich, denn zu einem ist er quasi nur in diesem Match, weil man nichts anderes für ihn hatte. Zum zweiten... Nur weil er over ist, so sieht das WWE noch lange nicht. Und zum dritten stand er erst toll toll bei SmackDown am Ende. Und damit hat er eh quasi schon keine Chance mehr bei diesem Match. Und deswegen kann man ja fast nur hoffen, irgendwie... Also ich fand es ist halt langweiliger. Randy Orton oder Bobby Roode als Champion? Ich habe keine jetzt Ahnung. Mal, jetzt mal ganz ehrlich. Randy Orton, Bobby Roode und Jinder Mahal gehören zu dem vom Wrestling-Stil her langsamsten ihre Zunft. Ich möchte Bobby Root und äh, Randy Orton natürlich in Schutz nehmen, ich würde die nie auf eine Stufe mit Jinder Mahar stellen. Ja, ich weiß, ganz viele in den Kommentaren schreiben jetzt vielleicht auch, äh, macht doch Jinder Mahar nicht so schlecht, der ist doch eigentlich ganz klasse. Nein. Also, ich bin nicht dieser Auffassung und ich bin auch nicht davon zu überzeugen, dass das so ist. Wenn ihr der Meinung seid, okay, ist in Ordnung, jeder darf denken, was er will. Ich sehe das nicht so. Ähm und seine World Title Matches geben mir eigentlich recht. Egal, ich muss nicht immer recht haben, ist auch scheißegal. Äh, Ganz ehrlich, dieses Match ist eigentlich so unwesentlich. Ob jetzt Randy Orton, Bobby Root oder jinna Mahal gewinnt, warum denn nicht Rusev? Das tut doch hier keinem weh. Es ist doch so offensichtlich, dass Rusev der ist, der mit Abstand am meisten over ist. Warum müssen wir uns bei der WWE, bei der größten Wrestling Promotion der Welt, dann Gedanken drüber machen, warum gerade Rusev dann nicht gewinnt? Es ist doch, also, ich finde es eigentlich absurd. Ja, ja, prinzipiell gebe ich dir recht, aber ich glaube halt, dass sie für Rusev entweder andere Pläne hatten, die, naja, ich meine, dass sie jetzt, dass sie jetzt so overgegangen ist, damit haben sie halt selber nicht gerechnet. Vermutlich hatten sie aber gar keine großen Pläne aus was man mit hatten und die haben halt nicht gerechnet mit dem, was man macht, dass, dass das allein schon reicht, um ihn over zu bringen und deswegen hat man ihn halt jetzt noch, er wurde ja mehr oder weniger in den letzten zwei Wochen einfach ganz schnell in dieses Match mit reingeguckt, damit er noch was zu tun hat. Und das, das schmäht für mich die Chancen, dass man hat was Langfristiges für den Plan. Natürlich glaub kann man, du, man wusste vor drei Wochen, wer dieses Match bei WrestleMania gewinnen soll. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es doch. Sehr. Ich zweifle also, daran tatsächlich. Also ich glaube, dass Wendy Orton und Ginna wahrscheinlich seit äh, zwei Monaten nichts anderes machen, als zu üben, wie man den Koloss in AKO kontern kann und dementsprechend Orten verteidigt. Also, das ist nämlich auch mein Tipp. Ja, ich habe schon das Öfteren gesagt, bei einem Triple Threat Match, Root, Jinder und Orton hätten sich in der Zeit zurückgerestelt. Rusev wird das Ganze zerkicken. Ich roote für Rusev. Das ist eigentlich, also er selbst ist dafür verantwortlich, dass dieses Match so ein bisschen sogar über dem Intercontinental Match steht äh, für mich. Weil ich hier wirklich einen klaren Favoriten habe, für den ich auch wirklich äh, ja, hart am Cheeren bin. Schauen wir mal, wie es werden wird. Ich glaube, ja, Matchqualität... Äh, hm. Gucken wir mal. Also, wenn das Ganze nur so irgendwie zehn Minuten dauert, sind vier Leute ja eigentlich genug, um immer ein bisschen was im Ring passieren zu lassen. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ich hoffe, wir sehen nicht allzu viele Headlocks. Wir können alle froh sein, dass Rusev noch, noch mit dieses Match gebuckt worden ist, dass wir ja. zumindest die Matchqualität ein bisschen nach oben bringen, weil ich mir mal vor, das wäre bei den Couples geblieben. Also, das ist ja wirklich. Also ah, Da, 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 da fange ich automatisch an zu gehen. Das ist unglaublich. Ähm, aber es bringt uns vielleicht auch ein bisschen Spannung rein, weil alle jetzt für Rusev die Daumen drücken, aber ich möchte euch nicht die Hoffnung nehmen und naja, hoffe ich, dass ich auch überrascht werde und Rusev gewinnt, glaube bei eher, dass es hier eine Verteidigung von Wendy Orton gibt. Bei den Midcard-Titeln sind wir uns aber dann glaube ich trotzdem relativ einig, dass äh, ja, das drumherum recht unspektakulär gestaltet worden ist. Ähm, und gerade beim United-States-Titel ist es so, da wurde halt jetzt kurzfristig einfach noch ein bisschen was rumgeschraubt, eben weil es keine große Rivalität gab. Dann konnte man eben auch eine Roosevelt mal eben noch in das Match reinstellen. Keine große Rivalität, aber trotzdem schon länger feststehend ist das Match um die SmackDown Women's Championship. Charlotte Flair wird ihren Titel aufs Spiel setzen gegen die noch immer unbesiegte Asuka die gewann den ersten Frauen Royal Rumble im Januar und trifft dann eben jetzt nachdem sie sich entscheiden durfte zwischen Raw und SmackDown äh Champ sie hat sich für SmackDown entschieden äh, sie darf jetzt bei WrestleMania antreten gegen Charlotte Flair und natürlich die Frage die über allem steht wird die Streak von Asuka gebrochen ich möchte erstmal vornweg sagen ich glaube wrestlerisch haben wir hier die chance eines der besten Women's Matches in diesem Jahr zu sehen. Also, Asuka hat das bei NXT des Öfteren gezeigt. Äh, wenn sie Bock hat an einem Arm, dann kann die wirklich raushauen. Und Charlotte Flair, ich denke, da sind wir uns auch einig, gehört äh, in der aktuellen Generation von den Frauen in der WWE mit zu den absolut Besten, wenn sie nicht vielleicht sogar die Beste ist. Die Tochter von Ric Flair macht ihrem Namen alle Ehre. Also, qualitativ mache ich mir hier keine Sorgen. Natürlich gibt es dann eben die Frage, wird die Streak von Asuka gebrochen? Die gebe ich dann auch gleich so an dich weiter, darf sie gerne aufgreifen. Ähm, aber was mich natürlich hier auch stört, und auch das haben wir in der vergangenen äh, Raw vs. Smackdown Review angesprochen, es gab jetzt drei face -offs. Es gab den Sieg von Asuka beim Royal Rumble mit einem Face-Off, es gab zwei Face-Offs bei Smackdown und mehr ist hier nicht passiert. Du hast es sehr schön gesagt bei, äh, bei, der, bei der Raw vs Smackdown Review. Hier gibt es halt zwei Charaktere, die so ihre eigene Geschichte erzählen und der Weg führt sie halt jetzt so zueinander. Was grundsätzlich in Ordnung ist, aber auch hier sage ich ja, wenn das ist in Ordnung. Aber wie besonders hätte es bitte sein können, wenn das jetzt wirklich eine Story und Aufbau bekommen hätte? Also wie viele Möglichkeiten hätte es gegeben, um das Ganze noch intensiver zu gestalten, damit man jetzt wirklich bei WrestleMania sagen könnte, krass, da ist Feuer drin. Dass wir vielleicht noch über die Streak von Asuka hinaus wirklich über eine persönliche Rivalität reden könnten, das können wir, glaube ich, nicht. Ja, ähm. Vielleicht kommt diese geile Story ja noch und sie wird in diesem Match aufgebaut und die Streak wird gebrochen. Ich möchte es einfach nur mal in Raum werfen, um irgendwie ein bisschen Spannung in dieses Match reinzubringen, denn es ist, ich muss es einfach mal so sagen, ich als Frauenwrestling nicht Fan. Das ist aber das Größte, was man sich so quasi, was ich mir so Frauen Wrestling mäßig als Match momentan so mit vorstellen kann. Und ähm, das halbt sogar mich ein bisschen. Und bei den meisten Leuten ist der Hype in diesem Match einfach nicht da, weil einfach jeder sagt, okay, Asuka wird eh dieses Ding gewinnen und die Streak wird nicht reißen. Und prinzipiell ist das natürlich vom Booking, kann man das natürlich ohne Problem machen. Und sie kann sich natürlich jetzt hier zu absoluten Königin kronen und ähm, sagen, ja, die letzten drei Jahre NXT und sowas halt äh, bis hierhin, bis zum Streak oder bis zum Titelgewinn, das war der Riesenaufbau und sowas halt. Man kann natürlich auch einen Riesenbums machen und einfach... Äh, Charlotte hier gewinnen lassen und ähm, damit zumindest erstmal natürlich ist die Streak in dem Moment beendet, aber es ist nicht erstmal nicht die Undertaker Streak, ja also man sollte sie auch nicht zu hoch leben lassen und zweitens darf man natürlich Aske auch nicht zu sehr von der kompletten Division abheben lassen, weil wenn sie jetzt auch noch Charlotte schlägt und das eindeutig, dann wäre es natürlich einfach ein Schritt zu viel. Und dann muss man sich überlegen, ja, wer soll denn da überhaupt noch kommen? Und dann kann man natürlich ein Jahr lang Wanda sie aufbauen und dann hat man die ungeschlagene Aska gegen die ungeschlagene Wanda Wausi, was ich auch cool finden würde. Oder man macht halt hier irgendwas echt Überraschendes und Charlotte setzt sich hier durch und dann hat Aska vorübergehend ihre ihr Meisterin gefunden und dann baut man das richtig intensiv noch auf und äh, lässt es dann halt in einem späteren Zeitpunkt zu einem Titelwechsel kommen und sowas halt. Das kann man alles machen und das rede ich mir auch ein und dementsprechend bin ich echt, also zu einem wrestlerisch zu richtig gespannt auf dieses Match, weil ähm, wenn mich dieses Match dann nicht abholt, dann kann ich auch mit den Frauenwrestling, glaube ich, auch einfach aufhören. Also auch was die emotionale Anlage angeht und sowas halt so, dann brauche ich mir, glaube ich, nie wieder ein Frauenwrestling-Match angucken, ja. Ähm, als auch was man da wirklich raus macht. Die WWE ist immer für Überraschungen gut. Und wenn man diese emotionale, krasse Storyline zwischen Charlotte und Aska noch aufbauen möchte, dann lass Charlotte hier gewinnen und lass Aska an diesen Titelgewinn noch weiter arbeiten und knabbern. Und dementsprechend bin ich mittlerweile mit beiden Szenarien vollkommen einverstanden. Das einzige Szenario, womit ich nicht einverstanden bin, das ist immer noch was, wir im Hinterkopf haben müssen. Wir haben immer noch so eine komische Kamelle da rumschwimmen, die einen Koffer in der Hand hat. Bitte nicht. Und egal, wer dieses Match gewinnt, und sollte es zu einer Cashing-Situation kommen, wäre scheiße. Auch wenn, auch wenn Asuka dann die Streak schon verloren hätte und äh, man sagt, okay, dann hat Charlotte halt verteidigt und dann kann ja Camilla erfolgreich eincashen. Nein, dann muss auch Charlotte noch weiter standing tall bleiben und auch Camilla hier noch abfertigen. Stell dir vor, Asuka gewinnt und dann wird die Streak von Camella gebrochen. Ja, das ist halt das Horrorszenario überhaupt, ne? Also, man kann <laughs> natürlich aber Asuka auch zum so mega, mega, mega aufbauen, indem sie halt, weil sie dann 20-Minuten-Match hier natürlich Charlotte besiegt und beide sind total tot am Ende und sowas halt. Und dann ja. kommt Kamella raus, halt so, ja, Aska hat ja, ja. gewonnen, dann kommt Kamella raus, will eincashen und verliert trotzdem noch, ja. Und da will ich sagen. ist dann, hat dann auch, auch noch Kamella auch abgefertigt, aber dann ist halt die Frage: ja. Wem will man dann noch glaubwürdig gegenüber Asuka stellen halt, so, ne? Also, dass ich, über das Szenario will ich gar nicht weiter nachdenken. Also, ich denke einfach mal, Kamala wird hier keine Rolle spielen. Was du gesagt hast, was ich auch richtig finde, Asuka und ihre Streak ist nicht gleichzusetzen mit dem Undertaker. Deswegen ist bei mir nicht dieses Selbstverständnis da, dass Asuka definitiv gewinnen wird. Das ist nicht so wie bei dem Undertaker, so zum, äh, so zum 19-0, 20-0, dass man denkt, ja, wird definitiv äh, halt gewinnen. Äh, das glaube ich hier nicht. Und ich denke, du kannst oder hast hier die Möglichkeit, äh, den Titel wechseln zu lassen. Also, ich glaube, allein Sieg von Asuka. Aber wenn man es wirklich geschickt im Match äh, mit dem Storytelling hinbiegt, dann kann man es hier wirklich schaffen, einfach das Ganze so äh, auf den auf Klimax zu treiben, dass Asuka so nah am, äh, am, am Verlieren dran ist wie eben noch nie. Ich glaube, darauf muss es eigentlich hinauslaufen. Also es muss wirklich mindestens einen Moment geben, wo man denkt, okay, Aska verliert. Aska verliert wirklich, die Streak wird gebrochen. Diesen Moment muss es geben. So, und dann, wenn Aska dann im letzten Moment noch das Ruder rumreißt und trotzdem gewinnt, ich glaube, dann haben wir vielleicht mal seit langem wieder was im Main Roster, wo man sagen kann, das wäre ein Match, was beiden hilft. Denn auf der einen Seite würde es Charlotte Flair, denke ich, doch helfen. Wenn man sagen könnte, boah, Alter, die hat die Streak echt fast gebrochen und sie ist so nah rangekommen wie noch niemand. Auf der anderen Seite, wir sagen immer, es braucht wirklich Leute, die, die vorangehen und es braucht wirklich absolute Topstars. Und wenn Aska dann dieses Match gewinnt, dann hast du eben in der Frauendivision Topstars. Und das ist mir lieber, als wenn wir dann irgendwie hier wieder was Besonderes verlieren und auch ihre Streak flöten geht. Dann lass sie gewinnen, lass Charlotte dabei aber richtig, richtig stark aussehen. Und ich glaube, dann haben wir hier eine. Win-Win-Situation, sowohl für Charlotte, sowohl für Asuka und dann auch für die Fans. Ja, ich denke, da haben wir jetzt ziemlich viel drüber gesprochen. Ich gesagt, ist, also, ähm, ich bin bei euch, wenn, wenn ich jetzt hier mein Geld setzen müsste und sowas halt, würde ich auch auf den Sieg von Asuka tippen. Mittlerweile finde ich fast die interessantere Variante, dass Charlotte hier gewinnt und ähm, gehe einfach mal ganz dreist hier auf den Außenseiter-Tipp. Mixed Tag Team Match. Kurt Angle und Ronda Rousey treffen auf Triple H und Stephanie McMahon. Main um, Event? Fragezeichen? Main Event? Fragezeichen. Es wurde in den letzten Wochen des Öfteren berichtet, dass dieses Match der Main Event der Show werden könnte. Wenn sich jetzt jemand fragt, warum. Das liegt ganz einfach daran, damit Vince McMahon äh, nicht ganz so ein schlechtes Gefühl haben muss, wenn auch der x-te Versuch Roman Reigns äh, jubelt zum Feuerwerk den Titel in die Luft heben zu lassen, wenn das wieder schief geht und er ausgepfiffen wird und damit Mania endet, äh, würde sich, glaube ich, Vince nicht ganz so toll fühlen. Deswegen ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass dieses mixtag Tag Team Match der Main Event werden könnte. Ich persönlich muss sagen, mittlerweile glaube ich nicht mehr dran. Also, so wie jetzt auch die letzten Raw-Ausgaben gelaufen sind, muss Lesnar vs. Reigns der Main Event werden. Was haben wir hier für eine Geschichte? WrestleMania 31, The Rock und Ronald Rousey in einem Promosegment gegen Stephanie McMahon und Triple H. Es gab äh, ja, dort eine Abreibung. Von äh, Rock and Rousey, die Steph und Hunter dort vorgeführt haben. Im Januar war es, ja, ungefähr um den Royal Rumble herum, äh, wurde dann die offizielle Verpflichtung von Ronda Rousey seitens der WWE bekannt gegeben. Sie hat einen äh, in An- und Abführung Fulltime-Vertrag unterschrieben, der im Endeffekt so ein, ja, zwei Drittel Lessner-Vertrag ist. Also sie wird wahrscheinlich ein bisschen mehr auftreten als Lesnar, aber jetzt bei weitem nicht irgendwie jede Show mitnehmen und House-Shows worken. Ja Kurt Engel der ja seit letztem Jahr dann auch wieder wrestlen kann was äh, ja jetzt nicht äh, also kann ich glaube okay. es ist jetzt also ja äh, hm. rein er darf er er darf er darf danke er darf wresteln äh, in der Praxis ob er es in der Theorie noch machen sollte ich denke da wissen wir alle dass nein eigentlich die richtige Antwort wäre in diesem Match äh, steht er an der Seite von Ronda Rousey und äh, das Ganze nahm Fahrt auf äh, bei der Vertragsunterzeichnung beim Royal Rumble? Äh, ne, Elimination Chamber war es, oder? Was Elimination Chamber? Ja, da gab es, glaube ich, das Vertragsunterzeichnungssegment. Ja, genau, ja, ja. Und, und kam äh, nur raus und hat geblickt. Genau. Und man hat dann bei Elimination Chamber ein Segment gebracht. Stephanie und Hunter wollten, ja, sie ihren Vertrag unterschreiben lassen. Und äh, Kurt Angle sind da ein paar Worte rausgerutscht, dass Stephanie und Hunter ja hinter vorgehaltener Hand doch ganz schön über Ronda Rousey lästern würden. Äh, ja, die Kampfsport-Zicke, die es eh zu nichts bringen kann, weil in der WWE alle eben noch mal größer sind. Das hat Ronda Rousey dann eben nicht geschmeckt. Sie hat gemerkt, okay, wenn die hinter meinem Rücken tuscheln, dann werde ich denen mal eine verpassen müssen. Es gab ein Back-Suplex gegen Stephanie McMahon durch einen Tisch in den Wochen darauf. Ja, konnte Ronda Rousey unter anderem äh, ja, Absolution noch auseinandernehmen. Und wir hatten jetzt in der letzten Raw-Ausgabe vor WrestleMania, ja, wer <laughs> entwen hätte noch gefehlt. Ein Talkshow-Segment, ein PK-Pressekonferenz-Segment, wie man noch möchte, ähm, ja, wo dann eben nochmal Spannungen erzeugt werden sollten, wo es viel Standardgelaber gab. Die Authority möchte natürlich äh, das Match gewinnen, weil es wichtig ist, um die Vorwachstellung zu stärken und um Respekt einzufordern. Ronda Rousey beteuerte immer wieder, ja, sie möchte nichts geschenkt bekommen, sie möchte sich durchsetzen. Irgendwie hat sie ja doch was geschenkt bekommen. Äh, naja, und sie ja, musste dann dran glauben, denn äh, Triple H attackierte Kurt Angle und Stephanie McMahon schickte Ronda durch einen Tisch zu ja äh, wie ich im Internet mittlerweile gelesen habe einem Selling was äh, so außer als hätte sie arge Verstopfung also man findet viele Wege ums zu umschreiben wir hoffen Ronda lernt bis Sonntag noch ein bisschen dazu das ist eine der Fragen wie wird Ronda Rousey abschneiden grundsätzlich erstmal die andere Frage wird sie denn dieses Match wird sie ihr Debütmatch an der Seite von Kurt Angle überhaupt gewinnen Puh! Ich denke schon, ja, das wird sie. Also, dass sie dort als Sieger vom Platz gehen, das glaube ich schon. Ob es gut wird, was es wird. Das wären meine anderen Fragen. Ob es gewesen. vielleicht sogar richtig cool wird, ob es Oder der Main Event wird. wird. Also erstmal zum Main Event. Ich glaube auch nicht, dass es der Main Event wird. Man könnte natürlich, man hätte das daraus machen können, dann hätte man die Story aber noch größer, meines Erachtens, aufgreifen müssen. Und, ähm, ja, gerade, wo man auch sieht, wie War geendet hat und sowas halt, glaube ich halt schon, dass Reigns gegen Lesnar der Main Event Spot sein wird. Vielleicht tut man sich ja trotzdem noch mal irgendeine Überraschung ausdenken, warum es dann nicht mit einem Buchkonzert zu Ende geht, auch wenn Reigns gewinnt. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht kommt jetzt der Walk raus und tut ein Walk-Button an Reigns verpassen oder so und Turn gegen seinen eigene Familie. Ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung, was man sich da ausdenkt, ja. Aber ich glaube halt ähm, der Main Event. Main Event wird's nicht. Und ich denke auch, wenn das wenn das erste Mal eine Frau bei WrestleMania im Main Event stehen sollte, ähm, dann doch irgendwie ein richtig geiles Asgard gegen Wonder Woman Match oder sowas, was halt singlesmäßig und nicht jetzt so Mixed Matchmäßig. Ja, das Match. Ich befürchte. Also ich glaube, das kann eigentlich nur ein Unfall werden. Also ähm, ich bin echt gespannt drauf und ich hoffe wirklich, dass Wanda wow sie da abreißen kann und ähm, beweisen kann, dass sie nicht nur einen großen Namen hat, sondern dass wir von ihr auch was Wrestlerisch erwarten können und dass wir nach diesem Match alle sagen: Okay, geil, ich freue mich schon auf das erste richtig geile Singles-Match von Wanda Wowsi und hoffe nicht, dass Johan recht hatte und das alles ein ganz, ganz großer Unfall wird. Allerdings mit dem Faktor Kurt Engel dabei in diesem Match oder Stephanie McMahon, die ja auch jetzt in den letzten Jahren nicht so aktiv war. Oh, ich glaube, das wird rein wrestlerisch mit Sicherheit das Schwächste, was wir auf der Karte haben. Ich glaube, gerade in Anbetracht dessen, was wir halt bisher bei Ronda Rousey gesehen haben, ähm, es könnte gut sein, dass auch das hier geprägt sein wird von Cringe. Das war eben das, was sich bisher bei mir immer bei Ronda Rousey Segmenten durchgezogen hatte. Dass es irgendwie so eine ganz merkwürdige, eigenartige Note hatte. Und ich fürchte, dass das auch hier passieren könnte. Zur Sache, oder zur Sache mit Ronda Rousey und ihrer In-Ring-Performance. Habe ich auch schon vor zwei, drei Wochen mal gesagt. Ich finde, Ronda Rousey ist am besten, wenn sie ihren eigenen Stil hat. Und ihr eigener Stil ist geprägt von MMA. Und wenn sie den zeigen darf, dann sieht das verdammt glaubwürdig aus, weil die Frau kann einem wirklich aufs Maul hauen. Ja, aber das kannst du ja gegen Steph nicht, weil sobald sie mal eine Sekunde ansetzt, ist das Steff tot. Aber ja, sie, ja, sie soll Steph ja jetzt auch nicht sofort irgendwie äh, die Eierstücke rausreißen. Aber Und ich glaube, Steph ist auch keine, mit der man gute Bodenring-Akrobatik zeigen kann. Oder so, das was, ist halt, was halt mit Sicherheit Wonder Wars, sie sehr, sehr gut kennen wird. Das ist halt die Sache. Also, Rhonda kann auf jeden Fall ihre Griffe zeigen ähm, und kann die halt nicht so oder kann, sie kann sie so ansetzen, dass sie jetzt nicht schmerzhaft sind. Das dürfte nicht die Herausforderung sein. Und ich glaube, das ist halt eigentlich das, was sie am besten kann. Ob das dann unterhaltsam ist, das muss man sehen. Ja, aber äh, gutes Shane Westing tut sich ja nicht davon auszeichnen, dass man nur einen Griff ansetzt, der nicht wehtut, sondern dass halt dieser gekontert wird und sowas. Das kann ja dann alles quasi, glaube ich, definitiv nicht wirklich groß Ja, und dann so. ist die Frage: Ist der WWE-Stil, den Ronda Rousey jetzt lernt, jetzt schon gut genug? Oder ist der ein Autounfall? Und da glaube ich eben, äh, dass der nicht so gut ist. Deswegen, ne, deswegen sage ich, Ronda Rousey wäre besser beraten, wenn sie das macht, was sie am besten kann, wenn man mit ihren Stärken spielt. Wenn man jetzt den WWE-Stil aufzwingt und sagt, ja, jetzt zeig das mal. Ja, ich will jetzt auch nicht sehen, wie Ronda Rousey auf top board steigt und einen Moonsault macht. Also, das erwarte ich auch nicht. Nee, nein, nein, nein. Das ist ja. Ne, ich weiß weißt ja, was ich damit sagen ja, will. Der, der, der klassische WWE-Stil mit, mit den Suplexes, mit den Comeback-Serien. Äh, und da ist halt Steph definitiv die falsche Gegnerin natürlich. Für, Eben. Das da sagen? Eben. Ich glaube aber auch, es wird zu, zu einer Interaktion zwischen Ronda Rousey und Triple H kommen. Ich glaube nicht, dass äh, nur die Männer und nur die Frauen untereinander zu tun haben. Es wird eine Ohrfeige gegen Kurt Angle geben, ähm, weil Steph und Kurt haben ja auch im vergangenen Jahr da so ihre. Äh, Dann Angle Lock gegen gehabt. Steph oder was? Das jetzt nicht. Jetzt hört er mal auf, <laughs> Stephanie McMahon die Gliedmaßen rauszureißen. Was soll das denn? Ich will sie leiden die. sehen, Mann. Unfassbar. Ähm, nein, also am Ende des Tages, Kurt Angle und Ronda Rousey müssen sich hier durchsetzen, weil Ronda einfach ihr Debüt gewinnen muss, wenn man wirklich was mit ihr vorhat. Es wirkt für mich halt so ein bisschen wie so ein Celebrity-Match. Äh, von von einem von einer, ne, Wrestling-Star, äh, der halt auf eine Celebrity trifft. Was weiß ich, Big Show gegen Shaquille O'Neal. So, in die Kategorie geht das halt. So ein One-Time-Only-Auftritt von, von einem äh, Star außerhalb der WWE und ja. Aber Ronda Rousey wird eben lang in der WWE bleiben. Das heißt, das hier wird schon richtungsweisender. Hier muss man schon ein bisschen drauf gucken, gerade wie Ronda sich im Ring macht. Und da ist jetzt eben viel, was, was man im Voraus sagen kann, viel Spekulation dabei. Wir werden abwarten und es uns anschauen müssen. Und dann können wir, denke ich, äh, in der WrestleMania-Review nochmal deutlich mehr dazu sagen. Ich gehe auch mit dir mit. Es ja, sieht so aus, als würde das auf der Karte rein Wrestlerisch dann doch am schwächsten werden. Kurt ist nicht mehr so wirklich in Form. Wir haben gesehen bei seinen Matches, die er bestritten hat, die waren alle ja, wenn er im Ring war, dann doch sehr äh, zurückhaltend gewerkt, sage ich mal. Ronda Rousey müssen wir sehen. Stephanie McMahon ist keine Wrestlerin und Triple H ähm ist mittlerweile auch alt, aber ist wahrscheinlich noch der, der am besten in Schuss ist äh, und der wrestlerisch am weitesten vorne ist. Aber einer von vier ist eben ja, nur 25 Prozent. Ne? Ja, und um Triple H mache ich mir auch gar keine Gedanken, der Ritter das auch performt. Also, das mal ich mir gar kein Ding halt so. Ähm, ja, das Rest müssen wir abwarten. Das hast du ja wunderbar zusammengefasst. Mein Tipp hier: ganz klar, Wonder Wowsi und Kurt Angle werden gewinnen. Und da ich mir ziemlich sicher bin, dass Triple H sich nicht von Kurt Angle pinnen lässt, Bitte mit Sicherheit Stephanie McMaden tappen. Zwei Fragen noch. Die erste, wie lange geht das Match? Sieben Minuten. Zweite Frage: Was hältst du vom Theme-Song von Ronald Rousey? Gefällt mir nicht. <laughs> okay. Meine Antworten, äh, elf Minuten und gefällt mir auch nicht. Machen wir weiter. Wir äh, wechseln zu einem Match, was in meinen Augen. Dasjenige Match ist oder halt einfach das Match ist, welches am ehesten einen Aufbau hat, wo man sagen könnte, das ist WrestleMania-würdig. Wir sprechen über das Match, was auch mit wirklich einen, ja, oder mit am meisten Aufbau bekommen hat, auch wirklich tiefgründigen Aufbau. Also WrestleMania-würdig war das Match davor auch. Ja, äh. Für den, einen oder anderen, für den einen oder anderen. Ja, ich denke, ja, doch für mich ist es, denke ich, auch WrestleMania würdig mit ja, Hühneraugen zudrücken. Aber dieses Match hier, ich glaube, da gibt es keine Zweifel. Das, hat, das ist eine Story, die bei WrestleMania gipfelt und auch dem Ganzen gerecht wird. Wir reden über das Tag-Team-Match. Shane McMahon und Daniel Bryan gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Blicken wir kurz zurück. SummerSlam. Kevin Owens gegen AJ Styles mit Shane McMahon als Special Guest Referee. Und äh, es war so, dass, äh, das war dann auch beim Battleground Pay-per-view, der um den SummerSlam äh, herum stattfand, so, Kevin Owens wurde gescrewt. Sei es von Referees gewesen, sei es von Shane McMahon gewesen, er wurde gescrewt. Und verantwortlich dafür gemacht hatte er immer den SmackDown Commissioner. Immer Shane McMahon. Der war für ihn wirklich ein Dorn im Auge und er hat sich wirklich bekriegt. Das führte dann zu einem Hell in a Cell Match. Ja, Shane McMahon, äh, ja, hatte mal wieder Lust auf Suizid und wollte sich dann äh, von der Stahlkonstruktion runterstürzen. Kevin Owens wurde allerdings von Sami Zayn gerettet. Ein großer Schockmoment. Shane McMahon krachte durchs Kommentatorenpult, Kevin Owens gewann das Match und wir hatten ein neues Tag Team. Kevin Owens und Sami Zayn, die eigentlich lange Rivalen waren, sind jetzt äh, haben jetzt gemeinsam agiert. Auch Daniel Bryan, der Smackdown GM, gab dann dazu eine Meinung ab. Er ja geriet aber auch zunehmend mit Shane McMahon aneinander, denn äh, er war eher so auf der Seite von Kevin Owens und Sami Zayn. Das äh, gipfelte wiederum in einem Match bei Clash of Champions. Randy Orton und Shinsuke Nakamura traten an gegen Kevin Owens und Sammy Zayn. Sollten Zayn und Owens das Match verlieren, sind sie gefeuert. Special Guest Referee Nummer 1, Shane McMahon. Special Guest Referee Nummer 2, Daniel Bryan. In diesem Match gab es dann auch viele Unstimmigkeiten zwischen den Referees. Letzten Endes konnten Zayn und Owens das Match dann nach einem Fast Count von Daniel Bryan gewinnen. Sie wurden nicht gefeuert. Die... Streitigkeiten zwischen Brian und Shane wurden noch einmal intensiviert. Es gab weiter Ungereimtheiten. Es folgten dann Attacken gegen Shane McMahon. Um Fastlane herum gab es auch mal kleine Ungereimtheiten zwischen Kevin Owens und Sami Zayn, aber die beiden haben sich dann wieder zusammengefunden und agierten als Team. Und dann, am 20. März, bekam Daniel Bryan zur Freude vieler die Ringfreigabe. Und dann war die Frage, wird er bei WrestleMania antreten oder nicht? Er hat uns dann eine Woche später in einer tollen Proma erzählt, doch, ich werde bei WrestleMania antreten. Denn dieses ganze GM-Gehabe, boah, irgendwie geht mir ganz schön auf den Zeiger, ich will wieder wrestle. Er ist noch SmackDown-GM, aber er wird an der Seite seines Commissioners in den Ring steigen. Gegen Sami Zayn und Kevin Owens. Es gab dann, äh, ja, von Owens und Zayn nochmal eine krasse Attacke gegen. Daniel Bryan, also da hat man direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Und in der letzten SmackDown-Ausgabe vor WrestleMania gab es nochmal eine sehr intensive Probe von Owens und Zane. Und äh, ja, Daniel Bryan und äh, Shane McMahon haben gesagt, ja, guckt euch die beiden an. Ihr werdet sie das letzte Mal bei SmackDown sehen, denn wenn sie bei WrestleMania verlieren, sind sie gefeuert. Ihr merkt, ich habe jetzt ziemlich viel erzählt und das war die Kurzfassung. Hinter diesem Match steckt verdammt viel Geschichte. Ja, hier können wir uns wirklich nicht darüber beschweren, dass wir uns hier keine Story erzählt wird. Und ähm, die ganze Storyline, Shane, Kevin Owens, Sami Zayn, finde ich auch extrem gut, auch extrem gut umgesetzt und auch gut erzählt und schlüssig. Dieser Faktor zwischen Shane und Daniel Bryan, das ist einfach nur noch mittlerweile, ich weiß einfach nicht mehr, was ich davon halten soll. Es ist halt so viel Wirrwarr zwischen diesen beiden. Und ähm, ja, das Einzige, war, wo, ich, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass dieses Wir halt auch äh, dafür sorgen wird, dass sie am Ende dieses Match verlieren und einer von beiden wahrscheinlich gegen den anderen turnen wird oder irgendwas halt so und dementsprechend Kevin Owens und Sami Zayn nicht gefeuert werden. Aber diese ganze Storyline zwischen Shane und Daniel und nur weil sie jetzt beide zufällig von Kevin Owens und Sami Zayn verprügelt worden sind. Ähm, ja die Versöhnung der letzte Woche und so ähm, naja das finde ich schon sehr verwirrend ich weiß halt nicht wohin sie damit wollen ich meine was man jetzt daraus machen kann man kann natürlich jetzt irgendwie Shane dann gegen Daniel turnen lassen ja weil Shane irgendwie sauer ist weil Daniel Bryan ja gesagt hat so dass er eigentlich gar keinen Bock auf den Job hatte in den letzten Jahr quasi gemacht hat und so als er dann sich der Leibe runtergerissen hat und dann Shane sagt so oh bist du bist so undankbar ich habe dir den Job gegeben oder irgendwas da kann man natürlich viel machen ich habe keine Ahnung, worauf es sich hinauslaufen soll, ganz ehrlich. Das ähm, also Einzige, was wir uns sicher sind, Shane ist ja offiziell kein General Manager mehr von SmackDown und Daniel Boyne hat es ja mittlerweile auch seinen Job dahingeschmissen. heißt, halt, wir werden wahrscheinlich dann nächste Woche irgendwann mal einen neuen General Manager präsentiert bekommen. Na, ich nicht. Ob die Frage, ob wir Shane weiterhin sehen, das werden wir halt sehen, ob er halt mit Daniel dann weiter zu tun haben wird. Ne? Wrestlerisch, aber ich glaube rein backstage-Story-mäßig und sowas halt, also was offiziell Posten angeht, ich glaube, da wird. Shane dann spätestens nach diesem Match von befreit sein. Also, ich glaube auch, dass in der obersten Etage bei SmackDown ein bisschen rumgerümpelt wird. Der Name Hulk Hogan als SmackDown GM geisterte zuletzt mal durch das Internet. Wow, kurz geschüttelt. Um, also ich finde es gut. Also, ich meine, jetzt rein von GM her, glaube ich, dass Hulk Hogan das gut rüberbringen könnte. Also. Brother, we're gonna have a tag team match. Me and Andre the Giant. Oh, okay. Ja, geht nicht. Ähm, nein, also ich glaube ja, es wird sich was tun. Äh, Daniel Bryan wird nicht auf ewig Spectre und gm bleiben. Bei Shane bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, der wird Commissioner bleiben. Der hat den ich, noch hingeschmissen. Ich, er wird es weitermachen. Er wird's weitermachen. Owens und Zane wurden auch mittlerweile schon 5000 Mal gefeuert und sind immer noch da. Ähm, ich glaube. Du musst mal überlegen, Mensch, warum er überhaupt äh, Commissioner ist, nicht mein. Eigentlich hat er das Match ja letztes Jahr bei WrestleMania verloren. Wo er die Macht kriegen sollte. Und Gegen den Undertaker war... Nee, warte, mal, ja. war warte. Ne? Das war vor zwei Jahren, ne? Gegen Ach, vor den zwei Jahren, ja, ja, ja. Genau, genau. Und eigentlich hat er das Match ja da verloren. Und Shane, ein es geht Sachen. um die Macht von Raw. Wenn du dieses Match verlierst, dann wirst du ein Niemand sein. Er verlor am nächsten Tag. Ja, okay, du bist trotzdem GM. Ja, du hast toll gekämpft, du hast toll gekämpft. Hier, mach mal. <laughs> so geil. Oh, ja. Herrlich. Äh, ich glaube, matchtechnisch, das wird... Gut, wenn Shane McMahon nicht auf dem Match ist. Dann haben wir mit Daniel Bryan, Kevin Owens und Sami Zayn äh, drei der besten Worker, die es gibt im Ring. Daniel Bryan hat ja gezeigt, der, äh, ne, der meint es ernst mit seinem Return. Also hat ja gegen Kevin Owens und Sami Zayn schon eine kleine Kostprobe davon gegeben, dass das noch drauf hat. Der Beatdown hat uns gezeigt, auch Daniel Bryan kann einstecken. Wieder. Deswegen, ich glaube, hier wird nicht mit äh, getretener Bremse agiert werden. Deswegen freue ich mich auch hier wirklich drauf. Wie gesagt, ich hoffe, Shane wird in diesem Match nicht ganz so präsent sein. Äh, geht mir eh so ein bisschen auf den Sack. Und dann hoffe ich auch, dass es zum oder was heißt, ich hoffe, ich glaube, dass es äh, zu einem Turn eigentlich kommen muss zwangsläufig. Dafür war jetzt gerade in der letzten Smackdown- Ausgabe zu viel Harmonie zwischen Shane und Daniel Bryan. Ein Turn ist eigentlich das offensichtlichste. Und, ähm, dann ist halt die Frage, wie es weitergeht. Daniel Bryan könnte natürlich sagen, ja, ich wollte mich nur für Owens und Zayn einsetzen. Daniel Bryan könnte sagen, alter Shane, du gehst mir so auf den Zeiger, weil du dich in den letzten Monaten so krass in den Vordergrund gedrängt hast. Man muss halt aufpassen, äh, man darf Daniel Bryan natürlich nicht zum Heel machen. Ne? Also, das ist halt so die Gefahr, die ich jetzt halt in einem Turn gegen Shane sehe, dass die WWE Daniel Bryan dann als Ziel darstellt. Ich hoffe mal, man ist schlau genug, äh, das Yes-Movement und dieses, dieses unweigerliche Zugpotenzial, was Daniel Bryan noch immer hat, und der hat drei Jahre nicht gerrestelt, zwei Jahre, drei Jahre, ähm, der hat immer noch so eine Zugkraft, den, den kannst du nicht hier Es wäre fahrlässig. Das macht man nicht. es ja, ist wie wenn ich einen Diamanten nee. finde und den einfach wieder wegwerf. Nee, man, also Daniel hier zum Hease-Turn wäre halt wirklich fatal. Das sollte man auch nicht machen. Und ja, wie geht's danach weiter? Ich habe ja schon gesagt, so den als Ziel gürtel Daniel und Shane verlieren dieses Match. Und ähm, dann muss ich Daniel Bryan um den ac gürtel kümmern, denn schließlich war es The Mist, der sich in den letzten zwei Jahre noch sehr über Daniel Bryan lustig gemacht hat. Und ähm, das wäre jetzt so mein Szenario. Ähm, ja, wir sind uns alle ziemlich einig, es muss hier irgendwas im Match passieren, das äh, zwischen Daniel Bryan und Shane McMahon, wie sie es machen. Darauf können wir gespannt sein. Sammy Zayn und Kevin Owens werden dieses Match gewinnen, werden weiterhin Teil der WWE bleiben, macht euch da keine Sorgen. Äh, <laughs> und ja, dann warten wir mal ab, das Match gut wird halt so. Äh, ja, wenn Shane nicht viel zu tun hat, hoffen wir es mal. soll er seinen blöden Coast-to-Coast -Coast machen, gucken, wo er runterspringen kann und ich dann ich auch ja, gut sein. Ich habe die ersten Aufbaubilder von WrestleMania 34 von der Stage gesehen. Oh, guck mal, da sind diese Traversen, die es, so hochgehen. Ne? Ja, 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 also es sieht sehr aus wieder wie. Ähm, es sieht wieder sehr aus wie WrestleMania 30. Äh, scheinbar WrestleMania 34 steht wirklich so ein bisschen im Motto oder im, im, im Zeichen des Karnevals. Äh, was man da aufbaut, das sieht aus wie so eine Schelmützenkonstruktion. Äh, ja, aber manche also Leute sind ja auch verkleidet, die und brotters zum Beispiel so. <laughs> Björn! So, lass das doch jetzt mal. Sonst zerhämmern die dein Mikrofon. Ich schick die. Ähm. Nein, also, ne, irgendwas würde Shane wahrscheinlich finden zum Runterspringen. Ich glaube nicht, dass er runterspringt. Vielleicht zeigt er wieder die Shooting Star Press des Todes. Äh, es ist eigentlich ein Unding, dass äh, er nach einer Darmentzündung da wieder wrestelt. Ich glaube auch nicht, dass es mit rechten Dingen zugeht, dass er die Ringfreigabe erhält. Aber äh, gerade das äh, ist eigentlich auch ein Fingerzeig dahingehend, dass er gar nicht so viel zeigen kann. Äh, und ich hoffe auch, dass es dann so wird, dass er eben den wenigsten Teil des Matches oder den geringsten Teil des Matches äh, aktiv bestreiten wird. Ja, wir sind uns einig, Kevin Owens und Sami Zayn werden das Match gewinnen, werden weiter Teil von SmackDown sein. Ob sie dann beim Shake-Up zu Raw gehen, ist eine andere Kiste. Und die Story Daniel Bryan gegen The Mist, natürlich muss man die irgendwann aufgreifen. Ob man das jetzt direkt macht, ob man das vielleicht erst im Sommer macht, auch das werden wir abwarten müssen. Wir bleiben bei SmackDown. Und gehen. Die Karte ist dann doch echt lang, ne? Ach äh, echt. <laughs> ich habe gerade gedacht, so, wir gehen jetzt aufs Finale zu. Nee, äh, zwei Klammer auf, drei, Klammer zu, Matches haben wir ja noch. Okay. WWE <laughs> Championship. Oder habe ich was vergessen? Nein, hab ich nicht. Nee, nee ähm, Ich habe auch gedacht, wir wären schon beim Main-Event jetzt, aber. Nee, leider noch nicht. WWE Championship. Für viele ein absolutes dream Match. Was habe ich nicht dazu schon gelesen? Es wird das Match des Jahrzehnts. Es wird auf jeden Fall das Match des Jahres. Das muss der Main Event werden. Es wird mindestens ein fünf sterne match Das könnte so gut werden wie Okada vs Omega. AJ Styles vs. Shinsuke Nakamura. Und was ich als erstes sagen möchte, ist, ich glaube, sehr viele Leute werden nach diesem Match enttäuscht sein. Björn? Ähm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Erstmal die Frage: Hast du das Match damals bei Wrestle gesehen? Ja. Und ich glaube, viele, die sich jetzt gerade auf das Match hypen, haben das nicht. <laughs> ich auch nicht. Ich hab's mit. Ich, ich war überlegen, ob ich mir doch vorher angucken soll. Aber ich gesagt, komm, nö. Du würdest halt. es nicht vergleichen können, weil es ist ein ganz anderer Stil. Und ich glaube eben, und das ist halt das Ding, der, dieser Japan-Stil. Viele WWE-Fans würden sich das angucken und denken: ähm, Ja, was soll denn das? Weil auch dieses Match hatte am Anfang halt eine Phase, wo es trotzdem erstmal verdammt viele Minuten äh, ja eben nicht so schnell zuging So und dann kam die Phase, da wurde dann wirklich, wurden Moves gezeigt, wurde, es wurden äh, Körperteile bearbeitet und äh, es kamen krasse Spots. Das ist halt der, der Stil in Japan. Der WWE-Stil ist anders. Und ich glaube, der WWE-Stil limitiert die beiden. Zudem glaube ich auch nicht, dass man sagt, boah, geht raus und zeigt das Beste, was ihr könnt. Das äh, wäre nicht WWE-typisch. Also erstmal möchte ich sagen, hier, ja. von wegen, diese ganze Scheiße von wegen, die WWE limitiert die Leute zu sehr stark und sowas halt. Und in Japan sind die Matches nur viel besser, weil sie da halt noch alle Moves zeigen dürfen und sowas halt. Also, das ist einfach, also, das muss ich sagen, das ist absoluter Bullshit, wie ich finde, denn man kann mit diesem WWE-Stil, auch mit dem, was erlaubt ist, ohne Probleme grandiose Matches worken. Das ist gar kein Problem. Die einzige Frage ist, will es die WWE und bekommen die beiden Leute die Chance dazu? Und, ähm, da ist natürlich Punkt 1 schon mal, wenn es die WBE will, dann müssen sie den beiden halt, um auch eine richtig geile Match-Story und Intensität quasi rüberzubringen, da muss das Match halt mindestens 20 Minuten gehen. Und mindestens. Das ist schon, Eigentlich das, fast eine halbe Stunde, würde ich sagen. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt kein Freund unbedingt, wo, wo der immer sagt, immer so, jedes 5-Sterne-Match muss 45 Minuten gehen, das halte ich nee, auch für Bullshit. Das ist ja auch oft so, weißt du, oh, das Match ging ah, 55 Minuten, ja, viereinhalb Sterne. Und dann denkst du dir ja immer, Alter, das war 45 <laughs> Minuten lang Eva Maui gegen Weiß ich nicht, was also. Und dann wenn du mir erzählen, nur weil der Match lang war, war es geil, das ist ja auch immer Bullshit, hat. das verstehe ich immer auch nicht so ganz, weißt also so. Ähm, und nur weil ein Match auch viele Falls hat, ist es nicht toll oder sowas halt. Das Richtig. ist auch immer die Frage, wie man das halt präsentiert, halt so, ja. Ähm, und ich glaube schon, wenn die WWE es... Wenn die WWE es zulassen würde, dass wir hier ohne Probleme einen viereinhalb Sterne Klassiker hinkriegen, gar keine Frage. Ich glaube aber, glaub aber nicht, dass die WWE den beiden leider die Zeit dafür gegeben wird. Und ähm, dementsprechend wird es ein sehr, sehr gutes Match. Das wird ordentlich werden, auch, auch technisch ordentlich werden und sowas halt. Aber die Leute, die es glauben, das kommt jetzt hier irgendwie an ein Matches Jahrzehnt dran oder so. Die werden dann enttäuscht sein. Also das, aber wenn man da neutral rangeht an dieses Match, wir werden an diesem Match Spaß haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Das glaube ich auch. Lass mich kurz nachhaken. Äh, du sagtest, äh, WWE limitiert Leute und Japan äh, lässt alles zu, das ist Bullshit. Wenn die WWE aber jemandem sagt, äh, ja, hier, so geht raus 15 Minuten äh, und äh, das hat so und so zu laufen. Ist es dann nicht irgendwie doch eine Art und Weise der Einschränkung? Ja, wie ist das in Japan? Also, ich meine, in Japan könnte ja auch nicht einfach bei, äh, bei jeder beliebigen Show oder sowas halt, da bestimmt halt ja nicht die Wrestler jetzt so, komm, wir machen jetzt 55 Minuten Match, sondern da sagt es die Company ja Und wenn die Company sagt halt so, nee, du machst jetzt einen 20 Minuten Match, dann wäre äh, Omega gegen Okada wahrscheinlich auch nicht so geil geworden. Bei New Japan kann man aber mehr das Gefühl haben, dass die Company sagt, okay, äh, bietet den Fans das Beste, was es gibt. Während ich bei WWE manchmal denke, okay, da sitzt ein Vince McMahon, der sagt, okay, bietet den nicht alles, was ihr könnt, denn äh, nachher kommt noch jemand, den ich ganz toll finde und der muss äh, over sein, der muss alles zeigen. Äh, das, ich glaube nicht, dass Vince McMahon da sitzt und sagt, zeigt nicht, was ihr könnt. N nicht, dass er nicht sagt, zeigt nicht, was ihr könnt, aber... Oder gebt nicht euer Bestes. Ich, ich, kann, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es, äh, dass es doch vorkommt, dass die WWE bewusst... Äh, Leuten, oder dass sie, dass sie bestimmten Wrestlern mehr Freiräumen, mehr Freiräume zuschreibt, als die, bei denen das eben die Fans äh, ganz gern hätten. Das wäre ja jetzt äh, nicht das erste Mal. Also, wenn ich mich erinnere, wir hatten, ähm, war das letzte, wann hatten wir Owens gegen Jericho? War ein Match, was, äh, glaube ich, damals acht Minuten bekommen hatte, äh, und danach waren Vince McMahon unzufrieden. Äh, wo alle danach gesagt haben, boah, Leute, wenn ihr das richtig präsentiert hättet, die Story war gut, warum gebt ihr denen nicht 15 Minuten und lasst die wirklich was raushauen? So, im Endeffekt hatten wir da 8-9 Minuten, 4 äh, Minuten Submission-Griffe, 4 Minuten Signatures und das Match war vorbei. Und das ist halt sowas, wo ich sage, okay, äh, irgendwo ist es ja dann doch eine Art der Einschränkung, wenn die WWE sagt: so 8 Minuten, äh, Signatures, Finish, Ende. Ja gut, aber das, das kommt halt mal darauf an, dass, was die Company in dem Fall für das Match halt vorgesehen hat und sowas halt. Und wie gesagt, auch, auch in Japan ist es ja so, dass bei allen Matches, die jetzt nicht gerade unbedingt im Main event sind und sowas halt, auch gerne mal gesagt wird so, okay, hör mal, Jungs, wir müssen das Match hier bitte in acht über die Bühne bringen, weil sie gucken guck mal, was wir machen können halt und sowas halt. Und dann kommt da auch nicht jedes Mal ein Klassiker dabei rum, das ist doch wohl klar. Das ist ja klar, gibt es immer diese Ausreißer, aber die gibt es ja in der WWE auch. Also es ist ja nicht so, dass wir uns so mal beschweren können, dass wir nur schlechte Matches übers Jahr verteilt bei der WWE sehen, sondern auch dort sehen wir ja immer wieder Matches, wo wir sagen, okay, äh, die haben aber auch ganz schön abgerissen halt so und ähm, ja, das Beschränken der Movesets halt so also ich dachte, für mich muss nicht, also für mich braucht kein gutes Match unbedingt irgendwie Stühlschläge mit einem auf den Kopf oder l Power Bombs oder, oh, war es noch erlaubt, wie, welche Power, was auf vom oder sowas halt. Völlig das richtig. Brauch, das braucht Für mich ist kein gutes Match. Also das ist halt so. Ein gutes um, Match braucht äh, vordergründig einfach eine gute und spannend erzählte Match Story. Ja, ich meine, guckt euch an, was wir, ich meine, hier mit den Almas, mit den Almas, äh, äh, Almas Match bei NXT, da haben wir doch gesehen, was möglich ist. Und die hatten auch die Beschränkung und konnten auch nicht alles raushauen, wenn man das so sehen möchte. Die hätten wahrscheinlich auch einen spanish wiper top Rope machen können und äh, hat die WWE gesagt, hat, man, die lass mal lieber. Ähm, aber hat es nicht gebraucht. Ja, also im, Ende, im Endeffekt ist es halt so, äh, ich meine, also ist auf jeden Fall eine interessante Diskussion. Äh, gern auch in die Kommentare mal tippen, was ihr. Äh, wie euer Standpunkt dazu ist. Ähm, bei NXT sieht man eigentlich schon, dass äh, ne, also da hast du halt, wie auch im Main Roster, schon eine große, wirklich starke Matchqualität. Und Almas gegen äh, gegen, gegen äh, Gargano war ja auch dann fünf Sterne, ne? Ja, aber, aber das Match wäre doch genauso gut gewesen bei der WWE, wenn die WWE gesagt hätte, ja mal, Jungs, ihr habt ja eure 35 Minuten, macht mal. Natürlich, also du hast ja auch recht, wenn du sagst, mit dem WWE-C kann man fünf-Sterne-Matches worken. Natürlich kann man das. Äh, und man braucht auch nicht die, man braucht keine Stuhlschläge auf dem Kopf, es braucht auch gar kein Blut, das ist auch eine ganz verwegene Diskussion, äh, das stimmt schon. Aber es ist ganz einfach, ne? welche Möglichkeiten räumt man äh, Superstars ein, eben in so Punkten wie Zeit? Ja, das ist ja trotzdem schon mal was relativ Einschlägiges. Oder was sagt man, okay, wie lange soll denn die Signature-Phase dauern? Äh, wie lange muss denn diese Anfangsphase dauern? Das ist, ne, ich meine, das ist auch alles Spekulation. Wir können nicht Backstage gucken, wir wissen das nicht. Deswegen, ne, ist eine Diskussion, die sehr viel äh, auf Eis geführt Ich sag gerade bei Westy glaube ich nicht, dass da Vince irgendwie groß ne Handbremse drauflegt oder sowas. Halt da ist die größte Beschränkung halt, was kann man in der Zeit machen, die uns geboten wird, halt so. Ja, aber ich glaube nicht, dass Vince dorthin geht und sagt: hör mal ja, macht mal locker, denkt dran, morgen ist noch Money Night War und sowas. Halt. Was natürlich sonst oft gemacht wird und bei der WWE auch vollkommen richtig gemacht wird, weil. Die WWE-Wrestler können ja gar nicht den Style jeden Tag gehen von Nein, mal, was in New Japan, äh, jede zwei anderthalb äh, Monate mal beim Paper würde zeigen. Das, das zeigen die ja auch nicht jede Woche bei ihren Hausschauses und sowas. Und das halt tun sie sich ja auch nicht jedes Mal viereinhalb Sterne-Matches und den Arsch aufreißen und das geht ja gar nicht bei den. Terminumfang, die die WWE hat und sowas. Halt, weil die Jungs müssen halt am nächsten Tag bei War wieder einsatzfähig sein. Also die können nicht sagen, okay, puh, das haben wir uns aber so gegeben, das brauche ich jetzt mal anderthalb Wochen Urlaub, das funktioniert halt nicht. Natürlich, Verletzungsprävention ist da auch ein großes Thema, natürlich. Äh, deswegen auch gerade bei dem Terminkalender kannst du nicht jedes Match voll auf die Tube drücken. Einfach auch äh, aus Rücksicht auf die eigene Gesundheit. Völlig richtig. Wollen wir äh, von dieser Diskussion äh, wegkommen, einen Schritt weitermachen? Äh, es ist ein Dream-Match. In die Dream Matcher. Ja. Ich Und muss Indie sagen, Offensive genau. Ist das ist gut, dass du das ansprichst. Ähm, es ist auch eine Auffassung, die unterschiedlich ist, länderübergreifend. Wir haben jetzt hier in Deutschland viele, die sagen: Boah, krass, das wird das Match des Jahres 5 Sterne easy gegeben. In Amerika ist es tatsächlich so, dass der Großteil der Zuschauer sagt: Ja, äh, ich habe das Match bei New Japan nicht gesehen. Ich kann mit Nakamura bei WWE nichts anfangen. Es hat keine Geschichte. Das ist für mich einfach nur ein Random Championship Match. Ja, da Kannst war der große du? Fehler. Das ist der große Fehler, dass die WWE halt immer aus, davon ausgeht, dass wir hier immer alles gucken oder keine Ahnung was halt so und 70 Prozent. Nein, ich gehe weiter. Acht, nein, also bei der Wochenshow jetzt, bei, wo Leute einfach vom Fernseher gucken, 95 Prozent der Leute haben das Match in, von New Japan nicht gesehen und von von dem Publikum was bei WrestleMania sieht, was er super smart lasig ist und sowas halt von dem wird wahrscheinlich 70 der Leute das Match nicht gesehen haben, ja? Und die kennen halt Edge Styles und Nakamura hauptsächlich aus der WWE. Und die haben von Edge Styles schon gesehen, dass er super Matches abliefern kann. Gar keine Frage, da können sie sich auch einiges erwarten und das wissen die Leute ja auch, deswegen wird ja Edge Styles auch so gefeiert. Das Problem ist, was wissen wir denn von Nakamura in der WWE? Ist NXT-Zeit ausgenommen, ja? Ich meine, nicht jeder hat früher NSC geguckt und kennt die Leute halt von früher und kennt der Matches früher von NXT und so. Was halt, sondern das, was Nakamura bis jetzt in der WWE zeigen durfte. Da bleiben mir vor allem erstmal zwei Niederlagen von Jinder Mahal bei mir hängen, was extrem schlechte Matches waren, aber kein extrem krasses, gutes Match ist mir von Nakamura bis jetzt in der WWE im Gedächtnis geblieben. Und wenn man dieses Dream Match auch halt für das normale Publikum hätte aufbauen müssen, äh, wollen, dann hätte man zumindest von Nakamura die letzten zwei Monate mindestens mal ein, zwei richtig krasse Matches raushauen lassen müssen. Damit die Leute wissen, oh, der Typ kann, der, der Typ hat es ja auch richtig drauf. Mehr als was, was er quasi bis jetzt bei uns gezeigt hat. Und ähm, ja, Styles gegen Nakamura, da muss geil werden. Bis jetzt für das normale Casual-Publikum ist halt, ja, Styles, der kann was super. Und so Nakamura ist halt der Japaner. Mal gucken, was er so abreißen kann halt so, ja. Die sehen halt noch dieses. Die kennen halt die Vergangenheit nicht. Und dann kann ich den Leuten nicht übernehmen, dass sie sagen: Okay, so viel erwarte ich mir davon jetzt nicht. Und das ist eben der Grund, warum ich sage: Die Fallhöhe ist vielleicht groß, weil eben hier viele erwarten, dass es eben sonst wie abreißt. Die Story ist auf jeden Fall nicht auf dem Niveau äh, der Namen, würde ich jetzt sagen. Aber es ist meinen. auch eine Riesenchance, halt. vor allem gerade für Nakamura, ist es halt eine Riesenchance, jetzt sich jetzt auch beim Mainstream-Publikum zu beweisen. Wenn die jetzt beide abreißen und sowas, halt, dann werden wahrscheinlich da mehr Leute von überrascht sein, als äh, wenn es halt nur ein sehr, sehr ordentliches Match wird. Ich glaube, die Enttäuschung wird da nicht groß sein, halt so. Also das, das weiß ich nicht. Also vielleicht wahrscheinlich bei uns, ist wahrscheinlich bei uns, unterschiedlich. Bei ja. uns, uns äh, Internettypen natürlich, gar keine Frage halt so, aber... Ich glaube, beim Mainstream-Publikum, also das Match wird jetzt nicht so beschissen werden, dass das Mainstream-Publikum davon enttäuscht sein wird. Das glaube ich nie und nimmer. Das Problem ist ganz einfach: es gibt keine Geschichte. Es gab den Sieg von Nakamura beim Rumble. AJ Styles hat bei Fastlane seinen Titel verteidigt. Und jetzt haben wir halt die beiden gegeneinander. Mit einer anständigen Story, ich kann mich gern wiederholen, hätte man hier etwas Besonderes kreieren können. So ist es für viele, auch wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, ihr müsst euch mal überlegen: ihr hört jetzt fast 90 Minuten. Euch zwei Typen an, die im Internet was über Catchen reden. Ja, und das ist eben nicht bei vielen der Fall. So. Und äh, die können dann eben mit AJ Styles und Shinsuke Nakamura nicht so viel anfangen. Und die hypen das Match dann eben nicht so. Deswegen, ne, es gibt wirklich verschiedene Erwartungshaltungen bei diesem Match. Ich bin gespannt, wie viele enttäuscht sein werden. Äh, und ich bin vielleicht auch gespannt, wie viele dann sagen: Boah, krass, Nakamura hat ja doch was drauf. Aber, das ist eigentlich so mein Hauptproblem. Äh, da, dieses, äh, die beiden hätten wirklich äh, eine Geschichte verdient, gerade weil ja so viele Möglichkeiten da gewesen wären, eben auch mit Blick äh, auf Japan hätte man sich einiges abgucken können, ähm, hätte man was erzählen können. Hat man nicht, deswegen äh, ja, die Story ist mehr oder weniger nicht vorhanden und ist gar nicht im Ansatz auf dem Niveau äh, von AJ Styles und Shinsuke Nakamura, wird dem Ganzen leider nicht gerecht. Das ist eigentlich so mein größter Minuspunkt. Und das ist für ein WWE Championship Match bei WrestleMania, finde ich, sehr schade. Wer gewinnt? Äh, ich glaube, Shinsuke Nakamura wird am Ende des Tages den Titel äh, gewinnen. Einfach weil Styles den Titel dann jetzt doch schon eine Weile hat. Und äh, ja, es wäre für Nakamura eigentlich dann konsequenterweise der nächste Schritt, wenn er jetzt seinen ersten World Title gewinnt. Ähm, ja. Gebe ich dir recht. Ich glaube auch, dass Shinsuke Nakamura gewinnt. Emotional werde ich eher hoffen, dass Edge Styles verteidigt, aber auch hier, wenn ich Geld setzen müsste, wäre ich auf deiner Seite und würde mein Kreuz auch bei Nakamura machen. Sind wir gespannt, wie das Match werden wird. Das war ein Dream Match. Es gibt noch ein anderes Match, was von vielen als Dream Match bezeichnet worden ist. John Cena. Spannend. Ach so, das haben wir ja auch noch. Wollte, ja, es ist immer noch nicht mehr. Da steht Band. auf meiner Matchcard ja gar nicht drauf, weil das ist ja gar nicht bestätigt, <laughs> das Match. Warum Eben. willst du jetzt reden? Wolltest dass John Cena im Publikum sitzt oder was? John Cena wird bei WrestleMania im Publikum sitzen. Er hat Wochen vor WrestleMania gebettelt. Er wollte unbedingt ein Match haben. Er hat es versucht, indem er sich bei Fastlane, äh, ja, äh, als Free Agent das Privileg ausgenutzt hat, ist zu Smackdown gegangen und war bei Fastlane Teil der Sixpack Challenge um den WWE-Titel. Wurde dort aber, ja, ähm, nicht belohnt und musste am Ende sehen, wie AJ Styles den Titel verteidigte, musste sich das angucken, war angepisst und, äh, ja, schaute bedröppelt rein. In den Wochen drauf hat er gesagt: Okay, Undertaker, ich weiß, dass es eigentlich kein Match gegen dich gibt, aber ich sag's trotzdem, ich will ein Match gegen dich. So, das Ganze hat sich dann vier Wochen mit mehr oder weniger immer gleichen Promos gezogen. Zwischendurch gab's ein no -Q match gegen Kane, der ist jetzt wieder, ja, äh, auf Bürgermeister Stimmenfang. So, und äh, wir haben eine, ja, sagen wir, 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass dieses Match bei WrestleMania stattfindet. Was? Und wir haben was? was? Und wir haben, und wir haben äh, ja, wenn man äh, sich anschaut, dass es potenziell das letzte Match des Undertakers in dessen Karriere werden könnte, Ach, haben, aber das erzählen wir auch seit zehn Jahren haben wir äh, ja natürlich erzählen wir das lang aber äh, irgendwann ist ja auch wirklich mal gut also, ja wirklich also ganz wirklich ähm, wirklich wirklich ganz wirklich äh, und zwar ist es ja einfach so dass der Undertaker auch ein gewisses Alter mal erreicht so welches Szenario ist jetzt hier möglich für WrestleMania der Undertaker ist bis zuletzt nicht rausgekommen der Undertaker ist auf der Road to WrestleMania nicht erschienen ähm, Jetzt, ja also will es auch kein Match geben also. in der letzten in, Björn in der letzten Raw Ausgabe vor Wrestlemania äh, hat Cena dann noch mal eine Promo gehalten über zehn Minuten deren Sinn deren Kern es war dass nichts passiert so ich fand das nicht so cool insgesamt in Sachen Aufbau du fandest es auch nicht so cool es gibt Leute die haben die Raw vs Smackdown Review kommentiert und haben gesagt ey das ist doch mal was anderes das ist doch gut ja äh, wenn was anders ist, ist es nicht wirklich gut. Ja, wenn äh, der erste FC Köln nächste Woche, äh, keine Ahnung, äh, mit drei Mann spielt statt mit 11 äh, ist es anders, aber nicht zwingend besser. Also, der Undertaker wird bei WrestleMania trotzdem sehr wahrscheinlich auftauchen. Spoiler. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, deswegen zu 99% gibt es das Match. Äh, es gibt einen Bericht vom Wrestling Observer indem es heißt, äh, dass es eine minimale Wahrscheinlichkeit gibt, dass man sagt, okay, der Undertaker wird rauskommen und er wird auf die Herausforderung von John Cena antworten und wird sagen, no. Undertaker versus John Cena, aber nicht heute, sondern bei WrestleMania 35. Was würdest du davon halten? Erstmal fände ich das ganz cool, weil ich bin ja bei WrestleMania 34 nicht vor Ort und hatte ja geplant, zu WrestleMania 35 anzureisen. Von daher würde ich ganz gerne Undertaker noch mal sehen, also <laughs> zumindest in Entrance. Also das Match können Sie dann irgendwie skippen, wenn das jetzt mal aus ist nicht So egoistischer Sicht. Ach so. Ähm, ja, also ehrlich gesagt ist es mir fast egal. Das hört sich jetzt sehr gemein an oder sowas halt. Aber dieses Match Cena Undertaker ist von den Namen her so groß. Das gehört auf eine WrestleMania-Card und ähm, das daran zweifle ich nicht. Aber dieser Aufbau ist halt, glaube ich, der schlechteste Aufbau, den ich jemals von einem Wrestling-Match wirklich gesehen habe. Ich glaube, gar kein Aufbau wäre besser gewesen, als zu präsentieren, das, was man präsentiert hat. Weil wir hatten, ich kann mich da nur für die Leute, die uns jede Woche zuhören, entschuldigen, ich muss mich da wiederholen, aber gerade bei der WrestleMania-Preview hören ja auch mal neue Leute zu. Ich meine, wir haben halt hier John Cena, der Typ, der seit Wochen versucht, sich irgendwie auf die WrestleMania-Karte zu bringen, immer gescheitert ist, also quasi der Loser ist, ja. Und was purer Verzweiflung jetzt halt eine Herausforderung an den Undertaker rausgesprochen hat, obwohl er quasi vorher selber in den gleichen Proben auch gesagt hat, das, das wäre auch schon ziemlich arm, wenn ich das jetzt machen würde, weißt also du, so nach dem Motto, äh, wenn es meine letzte Wahl ist. Aber es ist meine letzte Wahl, deswegen muss er machen und er fordert einen Undertaker raus und der Undertaker, ja, der reagiert einfach nicht, der hat so, wie man es darstellt, anscheinend gar kein Bock auf dieses Match halt so, ja. Und, ja, richtig ähm, so. Soll aber WrestleMania rauskommen und das, No sagen. Und das ist der Aufbau von diesem Match. Ich meine, wenn wir so. halt nicht Cena gegen Undertaker hätten, sondern wir hätten jetzt hier Heath Slater gegen Kurt Hawkins, dann will mir doch keiner sagen, ist mal was anderes, ist doch ein cooler Aufbau, oder? Ja, das ist doch Bullshit. Ich meine, das erzählen die Leute nur, weil es halt Cena Undertaker ist, weil die halt auf dieses Match gehalten sind, auf die beiden Namen, weil ich auch jeden gönnen würde und ich mich ja selber auch drauf freue, obwohl ich ja weiß, dass ja gerade Undertaker-Matches halt ähm, zuletzt der Eindruck vom Undertaker gerade beim Wumble und so halt ist nicht der beste war und sowas. Lass mich kann. kurz intervenieren, ganz kurz nur. Äh, und es hat auch nichts damit zu tun, dass wir irgendwas krampfhaft schlecht reden, wenn wir sagen, dass es bei diesem Match keinen Aufbau gibt. Ich denke, nee. das ist, es ist ja... Es, es ist ja, wir denken uns ja nicht aus, dass der Undertaker kein einziges Mal vor WrestleMania aufgeschickt hat. Ich meine, es gab ist. schon viele schlechte Undertaker Mania Aufbaus die letzten Jahre, ja. Ich meine, ich brauche nur mal denken, ich meine, woher ging es hier im Punk? Ich meine, da wurde einfach ein Fatal 4 -Way gemacht, weil es der Sieger, okay, ich schick den Undertaker. Ich aber meine, die Story war, danach war eigentlich gar nicht so verkauft. Aber danach hat man die weiße, zumindest gab es da weiße Duelle gegeneinander und so. Weißt du, das war ja okay. Das kann man dann halt machen. Das ist ja auch nicht der stärkste Aufbau oder was halt. Aber das ist ja. WrestleMania 27. Er guckt einfach mit Triple H auf das Logo und das Match ist beschlossene Sache. Ja, aber das ist mehr Aufbau als das, was wir jetzt bekommen haben. Richtig, weil jetzt das, von der das ist Undertaker nicht mehr da. Das ist einfach gar nichts. Ich meine, der Undertaker war zuletzt da bei War 25. Er hat eine Promo gehalten, die absolut nichts sagen war. Und seitdem haben wir den Mann nicht mehr gesehen. Ja, ja. toll. Und das ist, das ist jetzt halt das Ding. so. Und jetzt kommen halt die Leute, die sagen: Ja, aber die Paarung ist ja groß. Und dann komme ich hier und sage: sag, Richtig, und dann komme ich aber wieder und sage euch: Okay, die Paarung ist groß. Wenn euch das reicht und es euch auch wirklich nichts anderes ankommt, dann, ganz ehrlich, dann brauchen wir keine Wochenshows. Dann gucken wir jetzt einfach alle nur noch alle vier Wochen Pay-Per-Views. Und gut ist, dann braucht es keine Wochenshows. Dann stellen wir einfach alle vier Wochen irgendwen gegen es irgendwen. Ja, es wäre ja auch besser gewesen, dass man's, wenn man es hier im Fall gemacht hätte, wie bei Asuka gegen Charlotte, dass man halt ihre beiden eigenen Charakter für sich und ihre eigene Vergangenheit, ihre eigene Legacy für sich sprechen lässt, ja. Und Undertaker hey, wäre einfach bei War 25 rausgekommen und gesagt, Ich habe noch eine Aufgabe, ich muss noch John Cena besiegen. Und dann hätten wir ihn nie wieder gesehen und John Cena hätte sich jetzt sich wochenlang quasi drauf das Kopf vormündert, dass er gegen Anatek hat, das wäre tausendmal besser gewesen als das, was wir jetzt bekommen haben. Das ist halt so, das war jetzt hier einfach gar nichts. Und das, was vor allem nicht nur, dass es gar nichts war, war gar nichts für besser gewesen. Weil man einfach nur, selbst wenn man nur gesagt hätte vor sechs Wochen, haben wir jüngste gibt auf der WrestleMania card und gegen Cena. Ohne sämtlichen Aufbau. Dann hätte man einfach die Legacy sprechen lassen. Alles gut gewesen. Aber jetzt hier Cena auch so zum Affen zu machen und dann steht er dabei, war und! Oh, Undertaker! Undertaker, come out! Undertaker! Das ist doch. Also, oh. also, sorry. Das war halt. also Damit hat man wirklich einfach nur verschlimmert. Das war du einfach hast, nur eine Verschlimmerung. Du hast die Stimme von Cena unfassbar gut getroffen, finde ich. Ja. Ähm, was vielleicht auch noch so vom logischen Aspekt äh, mir nicht ganz so einleuchtet: Cena versucht mit Kratzen und Beißen irgendwie ein Match zu kriegen bei WrestleMania, damit er was zu tun hat, damit er sich profilieren kann. Und wirft dem Undertaker vor, er wäre egoistisch, weil er zu Hause bleibt. Auch das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wenn der Undertaker alles erreicht hat und keinen Bock mehr hat, dann soll er ihn doch lassen. Ja, der Einzige, ja vor allem der wenn er, er einfach auf die wrestlemania karte hätte er einfach wie alle anderen Jobber sagen sollen, aber ich wollte bei Battle Royale mit. Ja, oder er wäre gut genug gewesen hätte das WWE-Titelmatch gewonnen. Eins von beiden, ne? Also Möglichkeiten hätte er ja gehabt im k Grundsätzlich, also es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, Cena vs. Undertaker auf die Karte zu bringen und es wirklich richtig special werden zu lassen. Bin gespannt, wie das Promo-Video dazu aussieht, was vor dem Match läuft. Also, es gab ja kein Promo-Duell. Wobei, es wird kein Pro-Stimmt, es, es wird ja gar kein Promo-Video geben, ne? Nee, vorher ein Promo-Video ja, ist ja kein Match angesetzt. Ja, ja, stimmt. Ja. Welches Match eigentlich? Worum geht's? Bielefeld? Was? Ich weiß oh. nicht. Äh, äh, nein, also es wird wahrscheinlich irgendwann so laufen nach dreieinhalb Stunden. Dass äh, auf einmal irgendwie ja der Gong ertönt und John Cena dann über die Barrikade springt, aber eigentlich, John Cena ist ja nur Zuschauer und Zuschauer dürfen doch gar nicht in den Innenraum. Ich hoffe, die sagen wenigstens diesmal der Security Bescheid nicht so, wie bei Gonkowski da. Da kommt wieder so eine nette Dame. <laughs> äh, äh, der Mann in den Grün mit dem Stirnband äh, Arm. Äh, geh, lassen Sie das. <laughs> was Okay, ja, und dann haben wir das Match. Cena gegen Undertaker, und ich muss ehrlich sein, ich erwarte auch vom Match leider nicht viel. Nee, das Match wird nicht groß werden, glaube ich. Also, die, die Hauptzeit des Undertakers ist vorbei, und ähm, da schien, Cena wird dann noch versuchen, rauszuholen, was geht. Das Match, das Match lebt halt in dem Fall, so doof es sich anhört, vom Endwins, von Nostalgie und vom großen Namen. Ne? Ähm, ja, wie sie es ist dann noch auf die Karte bringt, darüber bin ich ja mal gespannt. Also 53 ist der Mann, das ist, echt, der ist... Cena ist 13 Jahre jünger und Sina gehört zu den Ältesten im aktiven Roster. Also, also, ja, unfassbar. Es ja. ist unfassbar. Also ja, irgendwann musst du eigentlich echt den Schlussstrich ziehen und wenn das wirklich das letzte Match des Undertaker sein sollte, dann ja, pff, gibt ja auch immer noch die, die sagen, der Undertaker sollte sein letztes Match gegen Sting haben in drei Jahren. Ey, Leute, kommt. Also bis dahin hat sich so eine Staubschicht auf dem Ring gebildet. Das geht nicht. Äh, ja, vielleicht eine Frage noch, ähm, die man stellen könnte: Das Gimmick des Undertakers. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fände das Biker-Gimmick cool und schlüssig. Zum anderen, äh, er hat ja bei WrestleMania 30 die Sachen niedergelegt. Ja, ich weiß, WrestleMania, äh, er hat bei Raw 25 seine Sachen wieder getragen. Ich weiß. Hat ihm jemand gebracht? Ja, gebracht, hat ihm jemand ja, gebracht, gebracht aber er hat es dann wieder abgegeben, er hat es dann wieder die <laughs> Kleiderei gegeben, was weiß ich. Äh, ich würde das mit dem Biker-Gimmick cool finden, gerade weil Sina auch jetzt so oft so offensiv gesagt hat, ja, du hast deine Eier zu Hause gelassen, alter Mann, dann lass ihn doch jetzt einfach hier mit Stirnband wiederkommen, äh, mit so einem Bandana und mit, mit Motorrad, dann spart er sich den Fußweg zum Ring, kann fahren, ist komfortabel für einen Mann mit 53. Ich denke, dass... Äh, ja, ne? aber ich will, doch, ich will doch gar nicht das Match beim Undertaker sehen, ich will doch nur den blöden Entrance sehen. Und jetzt können nee. die Leute natürlich sagen, dann na, gut, dir einfach die letzten 22 Entrances an. Kann man natürlich machen halt, aber. Ist live nochmal schöner. Ja, ich meine, ähm, ich erwarte nicht, dass wir hier ein klasse Match bekommen oder sowas halt. Und rein vom egoistisch Geschehen finde ich halt einfach das, 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 das Gimmick äh, mit den Druiden-Entrances äh, so halt tausendmal besser, als es mit dem Biker-Gimmick herauszukommen. Aber ich gebe dir recht. Rein von der Logik her auch, so wie Sina angesprochen hat. Ich meine, Sina hat ja auch sehr viel wie live vom Undertaker angesprochen, hier gerade mit den Instagram-Fotos von seiner Frau und bla bla bla. Das würde natürlich schon eher dazu passen, dass man halt nicht mehr auf das Mystische geht, sondern hier wieder zum biker zurückkehrt. Wir werden es sehen. John Cena vs. The Undertaker- wird es also wahrscheinlich auch noch auf die Karte schaffen, mal schauen. Ja, tippmäßig, wie. da muss ich ja mal fragen. Also ich bin zügig, Also sollte es das Match auf die Karte schaffen, muss war es Was nicht angesetzt aber Undertaker gewinnt, oder? Das muss muss, also man kann die Streak jetzt nicht noch weiter. Also, wie, wie steht es 22-2? Mhm. Ja. Äh, du kannst die Streak jetzt nicht noch weiter irgendwie nach unten ziehen. Also deswegen, ja. Eigentlich muss der Undertaker gewinnen. Cena bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn er das Match verliert. Ja, wenn ich bei dir. So, Björn. Main event. event Ich wollte echt nicht so lange quatschen, ne? Es tut mir echt leid. Ähm, Liebes Publikum, ich habe Ihnen davor darauf hingewiesen, dass wir es das noch ein bisschen kürzer fassen sollten. Ich hab's versucht. Wirklich. Ich hab's versucht. Roman Reigns gewann <laughs> in Philadelphia zur Freude, naja, nicht ganz. Eher zum Unmut der Fans, den Royal Rumble. 2015, wir erinnern uns. Er trat hey, dann. Oh Gott, jetzt haut die ganze Story einfach früher raus. Nein, nein, nein keine nicht. Sorge. Er trat dann bei Wrestlemania gegen den ehemaligen äh, oder gegen, da, gegen den damaligen WWE Champion Brock Lesnar an. Es gab keinen Titelgewinn von Reigns, da Seth Rollins einkäschte. Eigentlich war Reigns damals schon ja bestimmt als der alleinige neue Superheld von WWE. Aber kurz vorher zog man den Schwanz einfach mal gemerkt hat. Okay, die Fans mögen ihn doch nicht. Jetzt im Jahr 2018. Brock Lesnar gewann äh, bei WrestleMania 33 den Titel gegen Goldberg und hat ihn. Ja, weißt du wie? Weißt du, wie viele TV-Matches Brock Lesnar mit dem Titel bestritten hat? Sechs. Ich, ich kann es eins zu vier. Er trat an äh, bei Great Balls of Fire gegen Samoa Joe, beim SummerSlam das Fatal Four Way Match No Mercy gegen Braun Strowman, Survivor Series gegen AJ Styles und Royal Rumble gegen Braun Strowman und Kane. Das waren fünf Matches. Die er mit seinem Titel in einem Jahr bestritten hat. Deswegen völlig berechtigte Kritik. Der Titel ist, äh, ja, nicht wirklich präsent. Das war dann auch das, was Roman Reigns im Vorlauf äh, jetzt von WrestleMania angesprochen hat. Ähm, Brock Lesnar ist nur ein Part-Timer. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Zwischenzeitlich, ja, kam Reigns bei den Fans gut an. Wir erinnern uns, es gab auch eine Shield-Reunion, in der Reigns relativ gut angenommen wurde. Und ja, man war eigentlich auf bestem Wege zu sagen, okay, Reigns ist jetzt so ein bisschen weg vom boomer Image. Dann haben wir vor WrestleMania zahlreiche Segmente, in denen Brock Lesnar Roman Reigns kaputt hauen darf. Und es gab dann eben auch dieses eine Segment vor zwei Wochen, als Brock Lesnar Roman Reigns mit einem Stuhl vermöbelt hat. Äh, als ganz böser hier. und das Publikum chantet einheitlich One more time. Jetzt sind wir hier bei WrestleMania Universal Championship, ja. Mehr oder weniger drei, vier Jahre in the Making. Brock Lesnar versus Roman Reigns. Der Ausgang ist ein offenes Geheimnis. Ich denke, es ist unstrittig. Roman Reigns wird den Titel zu Feuerwerk und Konfettiregen in die Luft recken. Björn, wird er dabei Jubelstürme ernten oder wird man im Endeffekt sagen müssen, man ist in dreieinhalb Jahren mit Roman Reigns keinen Schritt weitergekommen. Ja, du hast vollkommen recht. Natürlich wird am Ende ein Pool-Konzert geben, wenn Roman Reigns gewinnt. Darauf können wir uns alle einstellen. Wer sich darauf nicht eingestellt ist, der hat anscheinend die letzten drei Jahre kein Wrestling geguckt oder so halt. Das werden wir nicht mehr ändern können. Das wird die WWE auch nicht ändern können. Ähm, damit müssen wir einfach leben. Alles andere, was diesen Main Event betrifft, sehr sehr guter Aufbau, jahrelanger Aufbau, richtig coole Story. Problem ist halt, was hat halt den falschen Hauptdarsteller? Das ist das einzig große Problem an diesem ganzen Match oder an dem ganzen Aufbau. Ich meine, ersetze einfach Roman Reigns durch Daniel Bryan, Seth Rollins, die letzten drei Jahre. Na ja, auch Seth Rollins, auch viele andere, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, das würde, das hätte funktioniert und da würde es heute dann, da würden wir jetzt alle darüber diskutieren und so. Oh, aber guck mal, unser Babyface und guck mal. Hatte er überhaupt eine Chance gegen dieses Biest und sowas halt? Und dann würden wir alle, die in diese Underdog-Rolle und ähm, alle abkaufen und glauben und mitfiebern und dabei sein. So haben wir halt leider den falschen Hauptdarsteller erwischt. Das ist halt bei vielen Filmen so: ähm, es gibt viele gute Filme, die echt gut wären, aber der Hauptdarsteller sie versaut. So ist das halt. Und es gibt halt schlechte Filme, wo der Hauptdarsteller das Gut halt macht und. Naja, hier hat einfach die wwe sich den falschen Hauptdarsteller leider ausgesucht und dran festgehalten. Und ähm, damit müssen wir jetzt leben. Von der da, will Story nicht, da will ich mich auch gar nicht drüber aufregen oder sowas halt so. Und ähm, wir müssen in mit dem leben. Was wir Story haben. ist das ja gar nicht so verkehrt, weil du hast natürlich die beiden Undertaker-Bezwinger gegeneinander Das hätte man eigentlich wirklich auch zu einem richtig großen Aufhänger machen können. Der Ausgang ist klar, das Match. Ich denke, auch da darf man eigentlich so, ja, was relativ Brutales erwarten. Ähm, nur eben mit dem Unterschied zu WrestleMania 31, dass Roman Reigns sich dann hier durchsetzen wird. Im Endeffekt, alles, was Brock Lesnar im vergangenen Jahr gemacht hat, die Matches, die er bestritten und gewonnen hat, er hat klar gegen einen Braun Strowman gewonnen, er hat klar gegen einen Samoa Joe gewonnen. Die letzten drei Jahre, alle Menschen, die Brock Lesnar da kaputt gehauen hat, waren Aufbau für Roman Reigns. Man hat sehr viel geopfert für Roman Reigns. Und äh, dass es dann wieder kein Payoff geben wird, weil Roman Reigns einmal mehr ausgebucht werden wird, ist sehr unbefriedigend und das ist natürlich der größte Wermutstropfen eben am Match und deswegen hast du auch völlig recht, wenn du sagst, man hat sich für diesen eigentlich ja für das gut geschriebene Drehbuch die falschen Darsteller oder den falschen Darsteller ausgesucht. Brock Lesnar als böser Zerstörer geht ja eigentlich vollkommen klar. Ja, der Part-Timer-Job macht er auch ganz gut. <laughs> ja, äh, wir können eigentlich äh, noch darüber reden. Äh, ne, es gibt äh, mittlerweile eigentlich äh, auch äh, eigentlich die Bestätigung von Dana White, kam die im Laufe des äh, Donnerstags. Brock Lesnar und die UFC sind sich einig. Es wird wieder eine Zusammenarbeit geben. Es wurde kein genauer Zeitpunkt genannt, aber es ist stark davon auszugehen, dass äh, Brock Lesnar nach WrestleMania nicht mehr auftauchen wird. Und Paul Heyman hat sie ja auch in der Promo am Montag gesagt, wenn Lesnar den Titel verliert, wird er auch erstmal nicht mehr auftauchen, weil dann, ja, war es das für ihn ganz einfach vorerst. Ähm, wir können drüber reden, was mit Heyman ist. Es gab die äh, Gerüchte, die im Internet gekreist sind, Paul Heyman könnte gegen Brock Lesnar turnen. Was hältst du davon, dass man Paul Heyman äh, auf der einen Seite gegen Lesnar turnt und ihn vielleicht an die Seite von Roman Reigns stellt? Halt ich relativ unwahrscheinlich. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die man machen kann. Gibt für mich aber relativ wenig Sinn, weil warum sollte das ähm, Paul Heyman machen? Weil, wenn wir jetzt mal die Niederlage gegen Goldberg ausklammern, ja, ähm, diese paar Sekunden Niederlage halt so, ist halt Brock Lesnar einfach das Biest und. Äh, wenn sich ein Paul Hellman da wie am Montag hinstellt und sagt, ich spoiler euch, Jungs, der gewinnt das, dann, dann sagt er das zu Recht, weil er halt die letzten Jahre auch bewiesen hat, dass ihn seinen Klient nie enttäuscht hat. Und ähm, dementsprechend fände ich es relativ unlogisch, ihn jetzt dagegen turnen zu lassen. Also zumindest im jetzigen Zeitpunkt. Aber wäre natürlich eine Möglichkeit, die man machen kann. Der Punkt, den du mit Dana White angesprochen hast, ähm, die es nicht wissen, äh, USC-Präsident, ähm, der gesagt hat, ja, Borg Lesnar wird wieder für uns antreten. Das ist zufällig drei Tage vor WrestleMania rauszuhauen und sowas halt, das ist ja auch alles kein Zufall. Erhöht für mich die Chance, dass vielleicht Borg Lesnar doch noch als Sieger hier rausgeht um 1%. <laughs> Denn ähm, es wäre schon, ähm, naja, ähm, kein schlechter Work, das so quasi unter den Smart Max zu verbreiten, um die Überraschungen am Ende größer zu machen, dass er dann vielleicht doch bleibt. Und trotzdem kann es natürlich einen Kampf zwischen, äh, von Brock bei der UFC geben, den wird es aber jetzt irgendwann geben. Und da kann die WWE sich auch schon längst mit der UFC darüber geeinigt haben. Ne? Und sie scheinen ja eh in letzter Zeit ein bisschen mehr miteinander zu kooperieren. Das sieht man ja... Ähm, unter anderem halt auch, dass, dass sie jetzt Wonder sie haben. Ähm, aber ich finde ja auch mittlerweile viel netter miteinander, untereinander gesprochen und sowas halt. Also von daher glaube ich schon, das könnte auch ein Work sein, in Anführungszeichen. Das würde ich jetzt mal nicht so hochstellen halt so. Und dann haben wir halt, ja, nach der Promo von Paul Hellman, von 1%, wo er uns wieder von Spoiler erzählt hat, der bis jetzt immer funktioniert hat. Und das Dina White Argument, dann haben wir schon mal 2% für Brock Lesnar. Naja, <laughs> kann man mich ein bisschen Spannung im Match erwarten. Etwas Spannung, naja. Wie man es auslegen möchte. Ansonsten äh, ist, denke ich, für diesen Main Event alles relativ klar. In Sachen Story gibt es hier auf jeden Fall eine Geschichte. Äh, auch das Match, da darf man, denke ich, was erwarten. Spannung gibt es nicht. Und dieser Payoff. Äh, wenn ich mir überlege, WrestleMania 30, Daniel Bryan eine ganze Halle feiert. Das ist das, was man sich für Roman Reigns wünschen würde. Und genau das wird nicht passieren. Da können wir uns, glaube ich, eher einig sein. Also brains wird das Match gewinnen, aber es wird eben keine Jubelstürme geben. Warum haben wir begründet? Ich glaube, wir sind durch. Ja, sind wir diesmal gar nicht so lange, mehr. Haben ja. wir schnell hinter uns gebracht. Zwei Stunden ist unfassbar. Es tut mir echt leid. Äh, ja. Fassen wir es zusammen. Uns äh, erwartet ein Wrestling-Wochenende äh, mit vielen, vielen tollen Shows. Ring of Honor äh, und NIF. Ne, Du hast Impact gegen Lucha Underground, du hast Takeover, du hast WrestleMania, du hast verdammt viel. Ich muss sagen, die Vorfreude bei mir auf Takeover ist größer als die auf WrestleMania. Warum? Ich finde, es gab eine Road to WrestleMania, die insgesamt, ja, sehr äh, lieblos war. Man hat sich sehr vieles sehr leicht gemacht, gerade bei Matches wie Styles gegen Nakamura. Man hat einfach Namen gegeneinander gestellt und eine Geschichte gibt es nicht. Deswegen, ja, schauen wir am besten einfach nur noch alle vier Wochen Pay-per-Views, Wochenshows und Aufbau brauchst nicht, aber ne, dann äh, ja brauchen wir es auch nicht Wrestling nennen, dann nennen wir es irgendwie anders, denn Wrestling zeichnet aus, dass du Geschichten erzählen kannst. Nicht nur in Matches, sondern auch außerhalb von Matches. Diese Komponente, finde ich, hat man hier bei WrestleMania bei zu wenigen Matches mit in Betracht gezogen, sodass viele Matches ja halt irgendwie hingeklatscht sind, aber durch die Namen halt natürlich doch groß wirken. Cena vs. Undertaker ist natürlich auch so eine Kiste. Aber auch äh, Sachen, auf die ich mich freue, gibt es natürlich. Also ich muss sagen, Asuka vs. Charlotte freue ich mich doch irgendwie schon drauf. Und Shane McMahon äh, an der Seite von Daniel Bryan gegen Owens und Sami Zayn, auch das wird, denke ich, äh, das wird stark. Styles und Nakamura werden wrestlerisch nicht enttäuschen äh, und alles in allem Wrestlemania ist natürlich ein großes Paket an Unterhaltung. Äh, es kommt nicht immer auf die Matches an, eigentlich kommt es eher weniger auf die Matches und das Wrestling an. Es kommt auf das große drumherum an, das große Unterhaltungspaket. Ja. Und das Drumherum bei den Matches ist halt dann eben teilweise nicht gegeben. Die Show wird aber trotzdem gloriös, glorios, äh, gloriös, glorios, glorious <laughs> inszeniert sein. Jeder wird wahrscheinlich sein, äh, seine äh, Show finden, glaube ich, am kommenden Wochenende. Bei mir wird es, glaube ich, Takeover. Äh, wer jetzt dann äh, ja, meint, äh, WrestleMania wird NXT den Schneid abkaufen, bitte. Jeder darf, wie gesagt, äh, sich da selbst irgendwas zurecht suchen und ich glaube, jeder wird an diesem Wochenende in irgendeiner Art und Weise glücklich werden. Ja, da kann ich nur anschließen, Jungs, äh, Wrestlemania genießt es erstmal, die Show, auch wenn wir bei ein oder anderen gesagt haben, so es nicht so toll werden kann und so, warten wir die Show ab, genießt sie, genießt das Wochenende in der Wrestling-Bubble, nimmt auch mal abseits was von Wrestlemania selber mit, also NXT ist eine Pflicht meines Erachtens, also wer sich NXT nicht anschaut, der, Team, der hat die Wrestling der Verstand, nie geliebt. Der hat Wrestling nie geliebt. So sieht's aus. Halt so. nee, aber schaut doch mal über den Tellerrand hinaus und wenn ihr komplett über den Tellerrand hinausschauen wollt, äh, zum, euch Lucha Underground gegen Impact geben wollt, was am Freitag Nacht auf Samstag von 4 bis ich glaube um sieben Uhr läuft, ganz ganz kranke Uhrzeit, den kann ich nur einladen dazu. Ich werde dieses Event nämlich live auf Twitch streamen offiziell. Und mit meinem eigenen Kommentar dabei, könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Also schaut aber über den Tellerrand hinweg, genießt dieses Westing wochenende diese Westing bubble und dann hoffen wir einfach, dass wir ganz viele tolle Shows zu sehen bekommen und ähm, dass wir uns dann nächste Woche zum Review wiederhören und sagen, wow, die WrestleMania hat es in sich, die werde ich mir nächste Woche nochmal angucken, weil das muss ich verdauen. In diesem Sinne, ziehen wir es nicht noch länger. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, Zuhörern es wird viel äh, ja auch im Nachgang zu Wrestlemania geben. Ich mache noch mal kurz Werbung www.spotfight.de die Anlaufstelle für Wrestling äh, ja die wir hier in Deutschland haben. Spotfight, Wir Leben, Wrestling. Viele Specials jetzt auch in der Mania-Woche. Wenn euch langweilig ist und ihr nicht darauf warten könnt, dass endlich WrestleMania ist, schaut gerne auf unsere Seite vorbei. Wir haben WrestleMania-Wochentipps. Das heißt, wir haben Match-Empfehlungen von WrestleMania. Wir haben einen Flashback-Podcast. WrestleMania 30. Wir haben die fünf besten Mania-Hits. Wir haben ausdrucksvolle WrestleMania-Statistiken. Wir haben fünf Wünsche für WrestleMania. Wir haben picke, packe volles Paket für euch geschnürt. Mit Schleifchen drum. Und mit den besten Wünschen für WrestleMania. Und mit diesen besten Wünschen möchte ich mich auch jetzt äh, verabschieden. Es wird auch eine Takeover-Review geben. Es wird eine WrestleMania-Review geben. Alles in der kommenden Woche. Wir sind gespannt. Genießt das ja. Wochenende. Ich schließe mich an das an, was Björn gesagt hat. Ich gebe dir jetzt die Schlussworte. Danke an Björn fürs Dabeisein. Danke an die Zuschauer fürs Anhören. Ich bin raus und verabschiede mich nach einem viel zu langen Podcast. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja, wenn ihr euch jetzt so richtig schwarz ärgert, dass meine Ankündigungen ja für den Freitag ihr viel zu spät hört, dann hört ihr wahrscheinlich die Samstagversion auf YouTube, aber auf Patron hättet ihr es ja vorher miterleben können. Und deswegen lasst das Zeit, dass bei Patreon da unterstützt den guten Perky für die ganze Arbeit, der ihr hier leistet. Und ähm, ja, den werden wir dann auch jetzt bald wieder hören hier. Da könnt ihr euch auch drüber freuen und reingehauen.